beim Welt-Podcast-Forum live und in Farbe aus Davos. Neben mir sitzt der charismatische Emmanuel-Alexander Macron. Hey, bonjour. Und ich bin der unfehlbare und immer stabile Donald-Clemens-Trump der Podcastwelt. welt Grab him by the nuts. Ja, yeah, sehr gut, Clemens. Jetzt sind wir offiziell introduced. Ja, da haben wir gedacht, jetzt lassen wir uns mal was einfallen und bringen einmal ein bisschen eine spannendere Einführung. Ja, nicht so schlecht. <laughs> okay, ja, können wir so stehen lassen. Ähm, wir fangen ja wieder mal mit unserem berühmt-berüchtigten Zitat an. Ja, das hat äh, sich zumindest schon als Running Gag durchgesetzt. Ja, also, ich, ich habe die Wochen haben ans Außer gesucht und das lautet einfach: schlechtes Benehmen halten die Leute doch nur deswegen für eine Art Vorrecht, weil keiner ihnen aufs Maul haut. Thomas schäfer Elmeier. Richtig. Wir müssen uns bedanken bei ein paar. Edlen Spendern. Stimmt, ja, unbedingt. Die uns mit äh, Ton und Bildern versorgt haben. Genau. Der erste ist sicher, ist einmal ähm, der, was einen Ton oder in Jingle gemacht hat. Das ist der Peter Havel, schönen Gruß nach L.A. auch sein Bruder im Paul. Ähm, wir werden seine Bandseite nachher noch unter dem Podcast wieder verlinken. Ja, auf alle Fälle. Ähm, ist Tantric Cycle Und nochmal danke, Peter, für die Mühe. Und bei der Andrea bedanken wir uns für das. Titelbild, das ist ein Fotomontage, die ich nachbearbeitet habe, die ist auf einer Vernissage vom Giulio Bovi entstanden. Und das Bild haben wir zweckentfremdet eben für unser Titelbild. Das ist das einzige Bild, glaube ich, wo da Alex und ich auf dem Foto zusammen zu sehen sind. Ich glaube, ich mache sonst fast keine Fotos, weil ich vermeide das eigentlich immer. Naja, auf der Larmparte, glaube ich. Ja, da bin so. ich leider auf ein paar Fotos drauf. Ähm ja, danke nochmal, Michi. <laughs> ja, danke. <lacht> <lacht> ja. Äh, Wolltest du noch irgendwas sagen, weil ich sehe da gerade in unseren Notizen, wie die Podcasts generell ah, abonnierbar ja, genau. sein. Also, unser Podcast ist noch zur Nullnummer bei iTunes eingereicht worden. Wir sind jetzt bei iTunes unter Techtelmechtel zu finden oder als Techtelmechtel. Äh, in diversen Podcatchern wie Podcastcasts und wie hast du andere für Android? Ja, da gibt es einige, wir sind <laughs> zu finden. Man kann uns manuell auf unserer Podcast-Seite, scooperry.at slash podcast abonnieren. Ähm, da steht der RSS-Feed bereit. Und demnächst mal auf YouTube noch zu finden. Und es gibt natürlich bei jeder Sendung wird jetzt auf Facebook unser, unsere Sendung dann gepostet. Ja, fangen wir mal an mit, den, mit unseren Späßen oder mit unseren Themen für heute. Äh, ganz neu, das habe ich heute. Heute noch im Standard gelesen. Google wird wahrscheinlich ein Tablet mit Chrome OS -Aus ausbringen. Es hat einen Leak gegeben ähm, auf Twitter. Das Bild ist schon wieder gelöscht worden. Also spricht vielleicht doch sogar sehr viel dafür, dass Google was im, ja, im Kasten hat. Ja das, ist ja, das war ja neulich. aber die bei den neuen Chromebooks, die laufen jetzt Android-Apps halt drauf, was ich so mitgekriegt habe. Ja, das ist, ähm, ich meine, ich weiß es nicht, wie soll das jetzt? geht das jetzt so in Richtung Surface-Konkurrenz, 2 ja, so in 1 Gerät. Fälle. Am Tablet-Markt ist Android eigentlich kaum vorhanden, da ist Apple Vorreiter. Ja, ich kenne. Und Microsoft, glaube ich, mit den Surface-Books ist da auch nur ein bisschen besser unterwegs als Android. Ja, ich kenne kein einzig gutes Android-Tablet, das ist das. Da das wären Problem. wir ja schon beim Thema. <laughs> Bitte, was ist das Thema? Ich war letzte Woche. Beim Mediamarkt. Ich wollte mir unbedingt ein Tablet anschauen. Ja. Ich wäre ja eigentlich, ich wäre sogar sofort mit dem mit, dem Android, äh, mit dem Android, mit dem iPad rausmarschiert, aber es war kaum Mitarbeiter zu finden. Das ist eigentlich wie in die Baumärkte. Genau, wie Harder damals so schön sein Programm gesagt hat, sobald du einen suchst, sind sie direkt unter den Rinden ja. komisch. In der Küchenabteilung wollte man gleich jemand einen an, an Herd verkaufen und bei den Fernseher hat jemand ein OLED angepriesen. Äh, bei den Tablets kein Mensch. Ist ja egal, ich habe mich ja. für das Tablet noch nicht entschieden. Das war ja nicht, iPad Pro 9.7 oder iPad Pro 10.5. Es ist, es ist im Moment, du bist so klar wie in der schlechtesten Zeit derzeit, um ein Apple-Produkt zu kaufen. Ich bin We generell immer in schlechter Zeit, um überhaupt etwas <laughs> zu kaufen. <laughs> Nein, weil das Problem ist, jetzt, du bist jetzt genau zwischen der Generation drinnen, weil irgendwann im nächsten, in den halben Jahr, stellt Apple es neue Tablet vor. Das heißt, wenn du jetzt kaufst, kaufst du das, die alte Generation zu einem höheren Preis oder du wartest. Ist davon auszugehen, dass dir die Preise recht schnell senken? Normal sinken die Vorgenerationen noch im Preis. Weil das ähm, iPad Pro 10.5, das ist erstens gar nicht so alt und hat einen Prozessor vom iPhone 10 drin. Ja, das ist das jetzt Neue jetzt. Ja, das ist neue, genau, das ist neue. 600 Euro. Aber wie sagen, es, kommt ja jetzt, ähm, es gibt ja jetzt diese ganzen Gerüchte, also dass Apple jetzt beim iPad A umstellt, dass sozusagen Face ID auch aufs Tablet kommt und dass es auch noch keinen Homebutton mehr geben mhm. soll. Ich meine, ich weiß es nicht, wie wichtig das für deine Kaufentscheidung ist, dass der Homebutton weg ich ist. Ich nur ein Tablet. Okay, dann wie schon gesagt, dann wird da wahrscheinlich es klassische Standard einfach das heißt jetzt das iPad. Na, das ist mal zu wenig. Das ist da zu wenig. Mhm. Das hat man zu wenig Power, da ist der A9-Prozessor drin. Okay, ja dann und beim iPad Pro 9.7 ist da A9X drinnen? Genau, ja, der da ist noch einmal deutlich flotterer. Ja, wenn du ähm, die ganzen AR-Sachen und das AR-Kit mhm. voll ausnutzen willst, dann. Na, mir geht's ja halt darum, ähm, dass beim iPad Pro beim, beim älteren und auch beim neueren gibt es die Möglichkeit, das mit einem Stift und das würde mich schon sehr reizen, auch wenn der 100 Euro kostet. <laughs> ja, ich, ich weiß, er kostet 100 Euro, aber es würde mich verdammt nochmal reizen, ich hab, so ein Tablet als Notizbuch zu finden. Ich habe ausprobiert, er macht Spaß ihren, äh, zum Schreiben. Ich meine, ich war Sauklaue, das sage ich dazu. Ich schreibe echt Scheiße. Ja, ich will ja keine Schrifterkennung machen. Ach so, nein, eben, aber ich schreibe. Ich will nur und, handschriftliche Notizen machen. Ja, ey, das mache ich normaler, aber bei mir erkennt man das, weil ich keinen Blog. Buchstaben, da brauche ich ewig. Und ah, das, okay. ähm, na, ich mache keine Schrifterkennung. Also wirklich, wirklich ja. nur Notizen und der äh, Stift, das würde mich schon reizen zu er, er funktioniert. Das muss man sagen, er funktioniert. Weltklasse. Also was ich in Aktion bisher gesehen habe, wow. Das einzige, was wieder mal, was ein kompletter Rotz ist, wie das Ding aufladen muss. Also sowas. Ja, ja. Das steckt man unten rein beim ja. Tablet. Ich meine, du brauchst nicht lang anstecken, das ist wurscht, ja. aber. Ja, da kann man ja auch Verlängerungskabel kaufen, oder? Ja, aber das schaut ja einfach scheiße aus. Weil ich stelle mir das ein bisschen blöd vor, wenn man das Tablet so in der Hand hält, unten steht der Stift raus und dann naja. müsste sich das in den Schoß. Äh, eigentlich lade ich den auf, wenn es gerade nicht brauchst. Das heißt, wenn am Abend, was weiß ich jetzt einmal, keine Ahnung, du gehst jetzt was abendessen, dann steckst du den Stift zu, wenn dann hast du schon für danach. Ja. Aber äh, es, es ist so eine suboptimale Lösung. Also, ich finde es für Apple, für Apple-Produkt ist es designtechnisch einfach schlecht gemacht. Ja. Also das gleiche wie mit der neuen, wie heißt sie, Magic Mouse oder sowas, wo sie äh, Mit der bin ich nie zurecht. Nein, die, man, sie ist, die ist leicht schön, ergonomisch. Mhm. Die, tun, die tun nach zehn Minuten, tut nach 10 Minuten die Hand weh. Ich glaube, du hast ja eine halbe Sehenscheidene Entzündung dann schon, kriegst du gleich mit. Ja, das kriegt man bei normalen Mäusen auch ja gern. Ja, ja, aber, aber die ist die, ist die super, nicht. Ja. Nein, und nein, und nein, mittlerweile nein, haben sie nein. das Ladekabel, das haben sie so gemacht, du kannst sie während dem Laden nicht benutzen. Das ist richtig dumm gemacht. Wenn du die laden willst, über Lightning natürlich, mhm. das ist genau da, wo du normal die Maus flach auflegst, da musst du sie laden. Das heißt, das Kabel muss unten bei der Maus oh. dran Also nicht vorne oder hinten, sondern wirklich unten. Oh. Und das tut natürlich weh. Da lobe ich mir Logitech, von denen habe ich jetzt äh, Bluetooth, nein, äh, die haben ein eigenes Protokoll, aber Funkmaus gekauft, das ladet man auch über USB auf, fest verbauter Akku und wenn der Akku ja. leer ist, steckt man das USB-Kabel vorne zu. Genau. Ähm, ja, ihr habt die und Performance MX Master 2S oder wie die jetzt hast. Ja, ja, ich, die, jetzt ich bin gar nicht, zufrieden. Die ich meine, die erste war mal am sympathischen, weil da hast du hast noch den Akku selber tauschen können. Da waren wirklich zwei Akkus drin, also zwar so Knopf, also zwar nicht Knopf, war so ein Pa drin mhm. und die hast du immer tauschen können. Also ja. das heißt, die hast du noch, noch Aufladung können, weil das ist ja immer der Chaos. Wenn einmal der Akku fünf Jahre alt ist oder sagen ja. wir zwei, drei Jahre alt, weiß, dann ja. ist er einfach Schrott. Ja, ich bin ein alter Bastler, jetzt legt die sicher in fünf Jahre. Ja, ich habe hab die erste Generation gehabt, die habe ich auch da legt. Ja, danach fallen da gewisse Gummimatten, die du nicht mehr kriegst, weil die musst du oberreißen, damit du die Schrauben käme. Wo ich nicht kochen, macht Silikon. So <laughs> ich oh. da? Als alter Handwerker. Naja. Ich habe sowas nicht, hab, Was soll ich tun. Jetzt ja. ähm, gehe mal wieder hin dazu. Chrome ja, um OS. die Brücke zu ja. schlagen zum Chrome OS, ähm, ich habe mal dann beim Mediamarkt beim Mediamarkt auch die ähm, Tablets angeschaut. Ja. Die haben eine interessante Preisspanne da von 70 Euro weg. Ich weiß, du kriegst die günstig, ja. ja und äh, das einzig richtig lässiger das war das ähm, von Lenovo, Lenovo Book. Ja, okay. Das hat auf der Seite ist quasi so Wulst, wo man es ja. einhalten kann, weil der ah. Lautsprecher an der Arge ja. verbaut Ja. Okay, sind. ja. Es keine. ist verdammt dünn. Ja. Weil hauptsächlich die Elektronik im Arcu, äh, auf dem, dem Seitenteil ja. verbaut ist, wie wer das war verlinken? Ja. Schönes Style, recht leicht, super zum Einhalten. Also vor allem, weil eben so, ja. so Wulst auf der ja. Seite ist, schön zum Greifen. Äh, 2016 aus steht jetzt bei Android 7.0 oder 7.1 und wird nie mehr Update kriegen. Na, wird es ja wahrscheinlich. Nicht. Kostet aber 333 Euro. Das heißt, ähm, kostet genauso viel wie das iPad Mini, oder? Na, das ist iPad 5. Ah, es ist wie das iPad 5. Okay. Also, das, äh, iPad Air Nachfolger, das also das iPad Air-Nachfolger. Also das iPad ist was anderes ja, jetzt das normale iPad. iPad genau, ja. Ähm, also man kriegt zwei Produkte zum quasi selben Preis yeah. und beim anderen Produkt wird man nie mehr Update bekommen yeah. und beim anderen wird man noch ja, vier, fünf Jahre vielleicht Updates bekommen. Ja, ja, das ist, ähm, das, ist so das, das große, tolle Ding daran. Ja. Aber. Ähm, mir gefällt die Nachricht wegen Chrome OS. Ähm, erstens einmal, weil auch wenn Android-Apps drauflaufen sollen, man muss ja nicht drauflaufen. Nein, nein, du musst nicht. Du bist nicht gezwungen. Ähm, Chrome OS wird eher nicht den ganzen Java-Overhead haben, den Android hat und dadurch kann man sich erhoffen, hoffen, dass das wirklich schnell ist. Ihr um, ja, arbeitet mit Google an einem neuen Betriebssystem, das Chromium hast oder irgend so? Ja, was Chrome OS ist nämlich ein Derivat von äh, Chromium. Ja. Habe ich heute gelesen. Und Chromium wiederum ist ein Derivat oder beziehungsweise ein Fork von Gentoo Linux. Okay. Also es ist ein äh, das im Gegensatz zu Android, was eigentlich ein beschnittenes Linux oder ja. Linux-Kernel ist, ist das wirklich ein, ein, ein Linux-Derivat. Also ja, weil an denen arbeiten sie ja schon länger und das soll ja, ich glaube, in ein paar Jährchen soll das noch fertig sein. Ich also. kann halt nur sagen, wenn das hinhaut, ist das schnell. Ja, ja. Das mhm. Während man in einem Android-Tablet dann ein 8-Kerner braucht oder ein Android-Phone, um das Ganze oder um 6 GB RAM und um das Ganze aufgeblasene Betriebssystem zu stemmen, <laughs> kann man nur de deutlich günstigere Hardware verbauen. Ja, das ist ja, das, ich meine, das schafft ja Apple aber sein iPhone und sowas. Ja, das weil ist grad, grandios, was die da machen. Weil sie haben einfach, du brauchst die Leistung nicht, was du, ich meine, der Prozessor ist ein die Wahnsinn. Die Prozessoren sind schnell. Ja, die sind brutal schnell. Die schnellsten Armprozessoren, ja, Aber ähm, wie schon gesagt, sie verbauen wesentlich weniger Arbeitsspeicher und mhm. du hast einfach eine Wahnsinnsleistung ja. in dem Ding. Du gibt's zwei oder drei Kerle ja. mit einem Coprozessor und das rennt. Ja. Eben weil das System, das ist halt. Das ist halt der Vorteil, weil das System so brutal auf dem Prozessor optimiert ist. Klar, kannst du auch leichter machen, weil es gibt genau zehn Geräte, ja, auf genau. die es laufen muss. Und Bei Android gibt es tausende Geräte ja. und Android ist, das ist halt eigentlich wiederum der Vorteil von Android, es ja. läuft im Prinzip überall. Ja. Aber das macht ein richtiges Linux auch. Ja, ja, ja. Also ich würde ich das sogar begrüßen, wenn Chrome S sich da ein bisschen durchsetzt. Es wäre dann quasi so <laughs> noch ein Stückchen mehr richtiges Linux. Auch wenn es von Google ja, ein bisschen massakriert und verwurstelt worden ist, aber <laughs> es, ja, es bleibt abzuwarten. Ja, also ich meine, es war einmal schön, wenn sich am Tablet-Markt mal irgendwas tun wird wieder, weil das Einzige, was da letztes Jahr vielleicht spannend war, <laughs> war die Dinge. Ähm. War das, oder was generell spannend war, war, das Microsoft das Surface vorgestellt hat. Das war so das Spannendste in dem hm. Bereich. Ich finde die, ich meine, ist, ist auch ein grandioses Gerät. Ich finde, es ist schön anzuschauen. Ja. Ist das der äh, Surface, was man auch so in der Dock reinsteckt, oder? oder, oder, surface oder ist das ein Ah, die gibt es, glaube ich, als Convertible auch es, es gibt Surface Pro und das Surface Book. Also, Surface ah, Book ja, ist ja. das, was sozusagen mehr in Richtung Laptop geht. Mhm. Und das Surface Pro ist das, was ein bisschen mehr äh, Tablet sein will, mhm. aber es ist halt ein hybrid, einfach das ist mhm. klar. Um, du hast natürlich nicht die, also das geringe Gewicht von einem Tablet schaffst du natürlich nicht einfach, weil ja. es halt ja. Laptop-Prozessoren und das ganze Zeug drin hat. Aber es ist, ähm, es ist zumindest spannend, was kommen ist, also weil Apple hat da einfach beim Tablet so wie Ding, die haben halt jedes Jahr ein kleines Update rausgehauen und das reicht halt. Weil ja. da ist halt nichts passiert. Es gibt Konkurrenz, Android hat sich quasi selber vernichtet. Vernichtet? Ja, man, die meisten Tablets sein, ist ein iPad, wenn du das siehst, irgendwo. Ja. Weil ja. einfach, es ist vom Preis her, du kriegst in jeder Preisklasse. Nein, ja, ja es, ist, es ist so, wenn man jetzt so, so, so 70 Euro Billig Tablets nimmt, wie sie beim Mediamarkt aufliegen, mit denen wird man keine Freude haben. Na, hast die Auflösung von 1024 mal 600 1 GB RAM und an irgendeinen billigen Quad Core oder Dual Core Prozessor? Das ist halt nicht mehr State of the Art. Das gibt es nicht. Aber ich habe zum Beispiel ein Nexus 7 gehabt. Das ja. war ein schönes, großartiges Gerät. Das darf man nicht sagen. Meine Schwester hat es immer noch im Einsatz. Ja, aber, schönes Gerät, aber die Updates kommen doch halt auch. Ich glaube, das Nexus 7 bekommt sogar ein Update. Ja, es ist halt. Es ist. Ich meine, es ist von der Performance her wahrscheinlich noch nah. Wenn du wenn du jetzt ins Screen wechselst, sagen wir vom ja. ersten Homescreen auf den zweiten, wäre es halt eine Minute gefühlte Wartezeit haben wahrscheinlich. Nein, das ist eine Minute nicht, aber es ist schon sehr träge. Also ich habe es deswegen weggetan ja. damals, war erstens, weil für mich kein Nutzen und kein richtiger Nutzen mehr da war. Und ich habe mich nur geärgert, wenn ich es in der Hand gehabt habe, weil es echt so träge reagiert hat. Ja. Ich habe dann angefangen, ähm, so eine schon mal drauf zu tun statt ein Stock Android. Ja, das hat ein bisschen was an Performance gebracht, aber irgendwann war dann auch wieder. Ja, irgendwann beschwertigt. Also, das ist Java und ja, ich bin froh, wenn das wegkommt, so wie Flash <laughs> und so. Ja, ja, das braucht halt alles noch ein bisschen. Ähm, ja, aber wie schon gesagt, also, wenn dich da was tat, wäre das eine schöne Geschichte, weil also es mich selber freuen, wenn beim Tablet einmal irgendwas in nächster Zeit. Ich man mein, immer ich mein, ja ein Tablet ja. bei Kickstarter bestellt, sagen wir so, ähm, das, was da ein bisschen anderer ein Ansatz war, das ist dieser Super Screen. Das ist sozusagen Super Screen. Super Screen heißt das, ja. Ähm, das ist sozusagen, der Ansatz ist das, eigentlich hast du nur einen Screen, also einen Bildschirm, und du verbindest den mit deinem Smartphone. Das heißt, das vom Smartphone, der Bildschirm wird eigentlich drauf gespiegelt. Ah. Ähm, das ist jetzt schon einmal verschoben worden wie bei Kickstarter passiert das öfter. Ja. Ähm, aber die haben das Problem gehabt, die wollten das fertigen und dann haben sie irgendwie was falsch zusammengebaut in der Fabrik und dann war da auf einmal Android 7 oder Android 8 drauf und sie haben das nicht auf das optimiert gehabt, jetzt haben sie alles normal neu coden dürfen. Mhm. So irgendwas. Aber was ist denn da eigentlich drauf? Android, oder? Da läuft Android drauf, aber du kannst da mit iOS verbinden. Also das ist dann egal, was du für ein Smartphone hast. Mhm. Aber, aber als Unterbau ist es quasi Android. Als Android. Unterbau ist ein Android. Ich meine, ich bin einmal gespannt, wie das... Naja, aber eigentlich ist das ja nichts anderes wie ein Remote Desktop auf einem android -Gerl. Genau, sozusagen, ja. Ah, okay. Also so in die Richtung geht es. Ich meine, ich bin gespannt, wenn ich es nochmal kriege, ähm, wie das funktioniert, weil ich befürchte noch immer, dass das Ding ähm, einen enormen Lag haben wird, aber... Ich hoffe, dass sie das in den Griff kriegen haben, dass das nicht der Fall ist. Äh, müssen dann Bodygerät im gleichen WLAN und so weiter sein. Wahrscheinlich. Ich glaube, es funktioniert nicht über WLAN. Aha. Ja, dann kann es sogar sein, dass vielleicht kein Lag hat. Ja, das wäre super. Danach wäre es perfekt, weil dann ist es eigentlich das, was. Dann habe ich genau das, was ich brauche. Vielleicht Bluetooth. Ja, ich glaube, es ist irgend sowas. Ich meine, wir, wir verlinken einmal den Link mhm. zu Kickstarter dazu und dann kann es jeder sich selber durchschauen. Ja. Ähm, also es schaut gar sehr. Ja, es ist ein bisschen, es ist ans iPad angelehnt vom Design her. Kann man sagen. Ja, also das klingt nicht uninteressant. War nicht uninteressant, weil der Preis mich nicht schockiert hat. Also es war bei 200 Euro oder sowas, mhm. wo ich sage, okay, das, das bin ich bereit für Tablet auszugeben. Ich meine, ich habe ein iPad Air 1 damals gekauft. Ja, ich habe es noch immer im Einsatz. Es funktioniert auch noch immer. Natürlich ist es langsamer geworden, aber ich habe einfach keinen Einsatzzweck dafür. Das ist das Problem. Ja, wie gesagt, mein einziger Einsatzzweck für das Tablet wäre eigentlich auch nur, keine Ahnung, im Bett lesen, readly Magazin lesen und Notizen machen. Also jetzt vor allem, wenn ich beim Kunden bin oder wenn mir unterwegs was einfällt, was mir gern. Ich bin immer noch schneller bei handschriftlichen Notizen als irgendwo das eintippen. Beim Android-Handy die App aufmachen, dann Tastatur tippen. Dann die super auto die wir mir sowieso immer alles zum, Ja. Viele Fehler eine hat. Ja. Noch, haben wir noch was zu, oder magst du noch was sagen zu? Zu Tablets bin ich eigentlich, bin ich eigentlich voll durch. Also das, ist voll Das Thema ist, viermal gegessen. verfolge ich sehr peripher im Moment. Ähm, ziehen wir mal ein Thema von dir vor? Oder? Ja. Alles wird wireless. Ja, also, wir haben davor eh schon jetzt ein bisschen über Mäuse geredet und sowas und auch über Headsets und was weiß ich was. Es wird ja so wirklich alles, das ist ja der neue Trend, alles muss wireless werden. Ja. Lei, ähm, ich finde das zum Beispiel, du hast ja mal die gleiche Tastatur wie ich habe von Logitech, diese Solar-Tastatur. Ja, ich hab die jetzt wieder. Du hast die wieder neu ich hab die wieder. Ähm, Was mir ja doch so. Es ist eine super Tastatur. Sie also ist, ist traumhaft. Sie ladet sich lei. Nach irgendeiner Zeit ist der beschissene Akku leer, weil er keine Leistung mehr hat. Und da gibt es den, gibt es mittlerweile zum Kaufen. Ah, haben sie das jetzt nachgebessert? Na, die haben es nicht nachgebessert, aber mittlerweile kriegt man die Batterien zu kaufen. Die Batterie hab, ist nur eine kleine Batterie. Die drin. Batterie habe ich leicht. Ich habe das Ding probiert aufzumachen. Ja. Ich habe meine halbe Tastatur geschrottet dabei. Da ist hinten nur so Schlitz. Ich weiß, aber da bin ich mit dem Schraubenzieher reingefahren, wie man das gesagt worden okay. ist. <laughs> ähm, weil ich habe die halbe Tastatur geschrotet, einfach. Das war so ein Kast. Okay. Und ich glaube, ich habe meinen halben Finger fast au aufgeschnitten damit. Ja, äh, ist mir nicht passiert. Ich habe es gemacht. Bei <laughs> mir war aber wirklich nicht ähm, die Batterie kaputt, sondern da war was anderes. Okay. Aber ich habe sie jetzt wieder geschafft. Was ich dann nicht verstehe, warum kann man diesen Einschub nicht einfach generell so machen, dass er leicht aufgeht? Hey, ich glaube, das ist von Logitech nicht so gewünscht. Ich weiß, wollen wir denken, ich, denk, ich meine, die Tastatur ist nicht einmal billig. Das muss man dazu sagen, also, 80 oder 90 Euro. Wollen wir denken, wo ich, denk, ich meine, von mir aus kann es mal das als proprietäres Akkusystem verkaufen, wo ich 20 Euro für das Ding zahle. Das ja. Ist mir wurscht. Um, aber, aber du willst. Ich will es einfach tauschen können, weil ja. Das ist für eine Tastatur, finde ich, das einfach, das ist total bescheuert. Ja, das stimmt. Gleich wie bei jetzt bei der Maus, wie bei der. Ja. Du kannst den Akku nicht mehr da. Stimmt. Mittlerweile gibt es ja jetzt diese gibt's eine neue Maus von Logitech und Razer, wo das ein induktives Laden übers, über das Mauspad ist. Mhm. Sozusagen. Die Maus hat kein Akku mehr, sondern ladet sich einfach über. Lassen das, Sie sich auch fürstlich entlohnen. Lassen Sie sich super fürstlich entlohnen. Ich meine, ja. ist aber wenigstens mal ein Ansatz, der in eine richtige Richtung geht, dass sie mhm. einmal sagt, das ist wireless, okay, so. Kann es mein leichten? Das, das hat sogar schon vor, ich glaube, acht, neun Jahren schon geben Oder zehn ja. Jahre die induktive Ladung für Mäuse von A4Tech. Ja. Ja. Da habe ich mal so ein ähnliches Modell gehabt, aber ohne Ladung. Ja. Und die induktive Ladung hat es halt quasi als Erweiterung gegeben. Habe ja. ich aber nie ausgenutzt, also nie, nie genutzt. Okay, nein, ich meine, was, was mir mehr, wo, wo ich es fast auch so ein bisschen krass so finde, ist, wenn du jetzt so an um, Headsets oder sowas denkst, die werden jetzt auch alle immer wireless. Ja, mein ja. neues GBL-Headset zum Zocken und Musik ist auch ein ja, verbaut verbautem Marco. Ich habe eins von Samsung gehabt. Ähm, das glaube ich war damals, das war wirklich nicht günstig, war super schön, war da ein super Klang gehabt, das war das Samsung Level One oder irgend sowas. Ja, das hast du damals sehr ja, das, das, ja? ähm, Nach zweieinhalb Jahren oder sowas ist natürlich eine Sollbruchstelle doll gebrochen, weil ja. und natürlich der Akku wird immer schwächer, aber probier da mal den Akku zu tauschen, das geht nicht. Ja, und das, ja, find das ich, ist schwierig. Und das finde ich halt dann einen ziemlichen Chaos. Also, da ist halt jetzt habe ich eins mit Kabel wieder und eigentlich habe ich keinen Nachteil dadurch. Ja, ja. Ich habe ich hab mir ja ewig lang, ewig lang davor gescheut, ähm, Bluetooth-Headsets, Bluetooth-Mäuse und so weiter zu verwenden. Also, ich glaube, bis vor ein paar Jahren hat es auf mein Handy keine Einträge für Bluetooth-Geräte gegeben. <laughs> Ähm, weil, weil ich das nicht genutzt habe, aber ja. mittlerweile habe ich keine Ahnung mehrere Kopfhörer zum Sporteln und für das Laufen an fürs Fitnessstudio. Mein Autoradio ist mit bluetooth ja, mit ja, Handy verbunden. Ähm, Bluetooth-Headset äh, ist mit dem Notebook auch verbunden. Die Bluetooth-Maus mit der kann man das Android-Handy eigentlich Tastatur ja, das Habe ich damals mit dem Tablet verbunden gehabt und so weiter und so fort. also äh, mittlerweile liebe ich das Akku, ist wie gesagt das Problem. Ähm, ich habe noch eine andere Bluetooth-Maus zum Beispiel ja. mit Batterien. Also, das ist ja nicht. Nein, nein, es gibt es, aber das ist so, das wo ich sage, da müssen die Hersteller einfach einmal, gerade wenn du Premium-Produkte anbietest, wie es Logitech macht, finde ich, ist das einfach nicht ganz durchgedacht. Also, ja, das ist, ja. ich finde es von Logitech, weil von Logitech erwarte ich einfach das, die Spur mehr. Da hast natürlich recht, ja. Das ist, ich meine, wenn ich jetzt eine 10-Euro-Maus kaufe, okay, da Ja, Euro, aber die, die, die müssen auch wirtschaftlich denken. Das, das schon, aber das ist es, ja. es ist halt einfach echt sowas von nervig. Ein also, Konzern hat ein Problem mit dem Produkt, was zehn Jahre hält. Klar, leichtet mein, aber wie gesagt, soll Mittlerweile. Also. Ja, ich meine, aber das ist halt, ja, bei einer Maus... Aber ist halt das ja, Problem, dass sich ja. halt die Geschäftsmodelle darauf aufbauen, dass die Produkte so lange halten als nötig, aber ja. nicht länger, genau. damit der Kunde sofort wieder was Neues kauft. vor allem, ich warte ja you noch, know, bis es endlich DLCs bei Computerhardware gibt. Also ich freue mich schon drauf. Hm. Also das ist so Serverprozessoren von Intel kann man zum Beispiel Kerne und Hyperthreading freischalten, wenn man es will in Rechenzentren. Also ja, ja, das ist sehr gut. Das das sollte also halt, so halt man ein Geld an Intel dann ja. schleust es einen neuen Microcode oder sowas ein, dann haben die Prozessoren mehr Power. Ja, sehr gut. Also, also das wird da schon gemacht. Ähm, das ist halt ein Grund, weil Intel baut zum Beispiel hat drei ähm, Serverprozessorenmodelle und eigentlich sind alle dieselben. Ach, ja, ja, klar, es ja. ist alles derselbe Prozessor, ja. nur per Software sind Funktionen ja. deaktiviert. Ähm, ist in der Produktion für Intel günstiger und man kann halt dann auch noch ein bisschen Geld verlangen ja, für, ja, das für zusätzliche Performance. Also das ist halt ja, das ist die Geschichte, wo ich sage. Also, also da, ich meine, es ist, es, wie gesagt, Wireless. Hat ganz klar Vorteile, es ist super praktisch. Also, gerade im Auto mit der Freisprecheinrichtung, alles fein, aber ich meine, da brauchst du keinen Akku, da ist das ja wurscht. Ja. Also, im Auto hast du einfach, wenn das Auto einschaltest, hast du Soft einfach. Auf ja. der Freisprecheinrichtung, da ja, ist das ja egal. Da brauchst du keinen Akku, aber ähm, sonst, ja, bei, bei Kopfhörern ist halt einfach so, was mir halt dann meistens tierisch auf die Nerven gegangen ist, immer wenn ich den Kopfhörer dann gebraucht hätte, war der Akku leer ja das ist beim t fein da hängt man einfach auf, das Kabel zu dann hat man halt das ist, ist halt wieder wired das, das ist auch schon gegangen beim Samsung mhm. aber es war halt nachher insofern fein wenn er mal wireless gewohnt bist ja, dann ja. willst du dann natürlich auch so verwenden weil vor allem ich glaube es noise cancelling hat nur funktioniert wenn er wireless war ah Irgend sowas, glaube ich war da aber das macht gar wenig Sinn ja, aber dann irgendwas war halt dann anders, wenn es am an Kabel anhängt. Da also ich weiß nicht mehr, ich habe mittlerweile ähm, entsorgt und ich will nicht mehr über den Kopfhörer nachdenken, weil ja, na. er, er hat mir das Herz gebrochen, nennen wir es so. Äh, Bekannter von mir hat jetzt den MX 300 von Bayer äh, äh, Dynamic gekauft. Okay, ja. das ist äh, das Headset, äh, kostet glaube ich 299 Euro. Ich darf ihn morgen mal testen. Also, er hat mir heute schon geschrieben, er ist absolut begeistert. Ist wired, ja. ist, ist Kabel, nichts ja. nix Akku. Also, oh, bin der, da bin ich gespannt, ich wie er klar Sicher, dass der super ist. Also, ähm, ich meine, es gibt ja so einen Staff von Sony und von, von Bose, die haben ja auch super Noise cancelling Headset. Ist halt mit, äh, mit Akku mhm. sein sehr teuer, aber sein anscheinend wirklich gut. Lei halt frage mich, was bei dem Bose-Headset in drei Jahren ist. Ob das noch nur immer funktioniert. Bei Bose kann man fast davon ausgehen. Aber ja, schauen wir mal. Ich bin mal gespannt auf den Bericht von den von Bayer Dynamics. Ja, also da bin, bin ich, auch gespannt. Also er hat ihn sich vor allem fürs hören gekauft und weil er die Wife hat, okay, auch, ja, als, als okay. quasi Spiele-Headset. Ja. Ähm, da bin ich morgen, also morgen wird es eine VR-Session geben, eine stundenlange bis mitten in die Nacht. <laughs> er hat gesagt, ich muss unbedingt jetzt ja. einmal kämen, er will mal das unbedingt schmackhaft ja. machen. Er will nicht der Einzige sein mit VR-Brille, da bei uns in, <laughs> im Freundeskreis. <Und lacht> das, da klingt man sich komisch vor, oder? Das klingt sich so komisch vor, ja. Und jetzt will er mal so unbedingt schmackhaft machen und jetzt werde ich morgen einmal alles durchtesten, ja. Okay, naja, nachher wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin nochmal aufs Headset, also das Headset interessiert mich... Ja, fast mehr als, weil das VR kenne ich natürlich schon. Ah, ja. aber ja. dann. Also, ich kenne es auch, aber ich, die Vive kenne ich noch nicht. Also Achso, ne, okay. die habe ich auch nicht ausprobiert. Okay. Die Vive habe ich mal fünf Minuten aufgehabt und, <laughs> und das soll ja nochmal ein bisschen besser sein als das PlayStation VR. Also, von, von der Erkennung im Raum her, von, okay. von der Performance und von äh, generell. Er hat einen quasi High-End-PC. Ja, okay. Da ist von grafischen Performance dann auch gleich ein bisschen anders. Ja. Ja ja okay ja bin ich gespannt was zu berichten hast Apropos Grafik ähm, <laughs> wow die Überleitung ist, 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 ist ganz unbeabsichtigt gewesen also mir Überleitung gehört, das war ja ja normalerweise machen wir immer einen Cut und ja. diskutieren zwei Stunden was für ein nächstes Thema wir angehen <laughs> ja so ungefähr ja. Ähm, Unity hat Unity hat äh, quasi äh, Tech-Demo gezeigt, äh, von der neuen Unity-Engine 2018, die gibt es momentan als äh, Beta und die Tech-Demo, also die, ihr müsst euch das Video anschauen, das lasst sich jetzt äh, als Audio einfach nicht, nicht, nicht nein, erklären. Also da kann man nicht sagen, auf der zweiten Tonspur hören sie... Wow, also die Grafik, also wenn man sich das Video mal anschaut wird man staunen. Die Grafik ist wunderbar. Also schaut euch das an. Ich kann eigentlich jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Also Unity Engine von ich bin von den Engines momentan so, so begeistert, weil sie ja. alle so plattformübergreifend funktionieren. Unity Engine und Unreal Engine laufen ja auf Mac, Windows, Linux, ja. äh, Smartphones, ja, du kannst äh, alles so iOS machen. oder Android. Traumhaft. Und im Gegensatz zu früher, wo man einen an, an, an fetten PC gebraucht hat, um ein Spiel dort zu stellen, in der niedrigsten Detailstufe zum Beispiel ja. skalieren die Engines auch großartig. Also die laufen auf, auf Mittelklasse-Systemen genauso, nicht zwar nicht so schön, aber immer noch flott mit ja. reduzierten Details. Also, es ist ein Traum. Am äh, Bekannten von mir, dem ist es ja noch zu wenig. Das ja, ist nur zu wenig. Ja, er sagt, die Engines die sind alle blöd und die sind ja nicht so richtig performant und falsch ausgelegt und bla. Er hat einfach just damit angefangen, er baut sich jetzt eine eigene Engine. Ja, okay. Wann hat er geplant, fertig zu sein? Ja, er hat mir schon ein paar Videos geschickt, ähm, ich verlinke ihn nach nachher. Ähm, okay. Schaut nicht so schlecht aus, der okay. Typ hat Talent, also ich, ho <laughs> ich hoffe, der kommt bei einer Engine-Bude unter, also wow. Was der War doch bis jetzt eine Alleinarbeit geschafft hat. Wahrscheinlich nicht, weil in die ganzen Engines ja alle anzipfen. Deshalb wird ja. er eher sagen, da gehe ich nicht hin, ich mache meine weiter. Ja. Oder er macht seine weiter und verkauft ich mein, die dann teuer. Ich finde ja. so eine Leid eh, also es ist eh zu beneiden, dass jemand sagt, ich tue mir das jetzt einfach an, weil das alles eine Chance ist. Ich mache ja, alles selber. er sagt, für seine Einsatzzwecke und für das, was er vielleicht irgendwann einmal geplant hat, sind die zu unflexibel. Ja, das ist das nennt man Motivation. Das Ja, ja das ist ein, schlaues, also ist ein schlauer Kerl, also dem habe ich da gar nichts ausreden. Probiert. Ich habe nur gesagt, er soll Vulkan nehmen als offene Schnittstelle. Ja. ja, er hat kurz mal was mit Open Shell probiert, aber jetzt ist er bei DirectX. Okay. Buh. Buh. Ja, aber vielleicht, ist... vielleicht, ich, ich treffe ihn den vielleicht kann ich noch einmal bekehren. Ah, was ich nicht. Ich mein, äh, ich habe den Link, was du da reingestellt hast. Ich habe den das erste Mal gesehen, wie du den in unser Dokument reingestellt hast. Ähm, und ich habe mir wirklich mal gedacht, boah, das Kind von einem Computer. Ja, und vor allem, das ist von einer von einer ja, bisschen besseren quasi High-End Gaming Hardware gerendert, so so, so wie sich es gelesen hat in die Kommentare. Yeah. Also jetzt über drüber Grafikkarten System mit vier Grafikkarten und 16 Kernprozessoren, sondern klassisch, also klassisch, aber ein bisschen teurer 8 Kern und fette Nvidia Grafikkarte wahrscheinlich, äh, weil SLI können den eine Grafikkarte yeah. nicht korrekt, also geht eh nur mit einer Grafikkarte. Oder sie haben vier Radians genommen, kann auch sein. Ähm, aber jedenfalls soll es auf teureren Systemen eigentlich schon recht flüssig daherkommen. Also bin ich gespannt. Die Entwicklung bei den CPUs steht ja nicht. Und, und Nein, gar nicht, gar nicht. Jetzt mit 4K und so weiter ziehen die Grafikkarten die Prozessorhersteller immer mehr an bei der, bei der Power. Also, also ich, ich freue mich drauf, wenn das, was da in der Tech-Demo präsentiert wird, A in ein Spiel Einzug findet, Also in ein wirkliches Spiel, was oh, ein Remake von Fallout 3, bitte. In der <laughs> Grafik. Ich, okay. Ja, shut up and take my money. Ja, so ungefähr. Ja, das da ist, äh, lege 300 Euro auf den Tisch, ist mir das egal. Ja, das... Ähm, Oder Skyrim, äh, also eins von den Klassikern, ja. Ja, also das ist... Ähm, nein, also das habe ich beeindruckend gefunden, was die da hingezaubert haben auf dem Bildschirm. Ja, vor allem äh, es ist echt... Aber wenn ich jetzt äh, gehört habe, ja, ähm, Assassin's Creed, das Neue soll auch schon ganz schön ausschauen. Aber das, die Präsentation ist für mich nochmal ein extremer Sprung in der Grafikqualität. Ja, aber das, das ist jetzt da schon, da muss man echt sagen, das ist schon schwer von einem realen Foto zu unterscheiden. Also, das ist es das, ist generell das Video, äh, ja. Äh, also, das ist. Ähm, da tut man sich schon schwer, vor allem bei der Texturtreue. Aber was zu bemängeln ist, dass sich die Gräser und die Bäume jetzt nicht hundertprozentig so bewegen wie in der Natur. Ja. Aber das ist, das sind Kleinigkeiten. Ja. Also das sind daran Algorithmen, ich... die man noch optimieren ja. muss. Also Bewegungsabläufe, die man noch optimieren muss. Äh, das haben die dann bald einmal. Nein, also daran wird sicher nicht scheiden. Was wirklich zage ist, ich meine, wenn das weiterdenkst, also irgendwann sage ich mal Werner, alle Filme, du wärst wahrscheinlich irgendwann kein Schauspieler mehr haben, weil das da kann ich tun, was ich will. Ja. Und der kostet äh, nichts. Da kann ich gleich ein Thema einschmeißen, dass sie eigentlich in der nächsten Sendung besprechen wollte. Oh yeah, jetzt habe ich jetzt, äh, jetzt hat ich wieder Arbeit vorgesagt. Ja, jetzt es Arbeit. Ähm, ähm, Schauspieler digital oder so. Ah, das okay, das. Ich. Ähm, <laughs> es gibt ja so ein Ding, dass man Gesichter auf andere Köpfe montiert oder sowas. Also ein Gesicht, du nimmst ein Gesicht von, ja, von Clemens und, und, und klopft es auf einen stählernen körper drauf, um einfach nur, keine Ahnung, um sich das Ego ein bisschen aufzubauen. Oder irgendwas oder man macht das als Scherz. Ähm, Kann ich mir eigentlich meinen Kopf auf meinen Körper im Nachhinein nochmal draufbauen? Ich weiß nicht, ob man das schafft. Ja, Spaß. ja, Ich weiß es nicht, ich frage gleich gerade, weil das war mir gerade eingefallen ist. Zwar total sinnlos. Ja, es ist sinnlos. Aber es wird mal Spaß machen. Probieren wir es einmal. Ja, das bereiten wir fürs das nächste das ist eine Mal. Aufgabe übers Wochenende. <lacht> <lacht> das ist okay. Ähm, im, ja, in den Unweiten des Internets gibt es sogar gibt's nachher noch die, quasi die, wie sag man da, die Aufgabe oder. oder, oder Machen sich manche Menschen sogar die Arbeit und, und klopfen die Köpfe von ihren Freundinnen auf die Gesichter von Pornodarstellerinnen oder sowas. Ähm, bei Reddit hat jetzt äh, ein Entwickler das ganze, die ganze Sache auf und aufs Maximum gebracht. Ähm, er hat nämlich äh, ein Programm entwickelt die als neuronales Netzwerk arbeitet. Das yeah. heißt, ein normaler Desktop-PC braucht zum Berechnen, also ich sage jetzt gleich, was berechnet wird, braucht zum Berechnen nur einige Stunden bis da. Yeah. Das Programm macht sowas. Man sucht sich 100, 200 Bilder von einem Promi yeah. im Internet. Das neuronale Netzwerk berechnet dann das Gesicht aus den ganzen yeah. Bildern. Ähm, unterschiedliche Posen, offene Augen, geschlossene Augen, offener Mund, sprechen, bla bla bla. Yeah. Das neuronale Netzwerk generiert dann quasi aus den 100 Gesichtern eine Gesicht. modellierte Figur, ein Gesicht. Im weiteren Schritt wird dann ein Video reingeladen. Also momentan ist der Wettkampf so, man nimmt dafür ein Porno-Video. Aber es reicht, eine Rede von Donald Duck Trump oder sowas zu nehmen. Und das Programm kombiniert dann das modellierte Gesicht aus den 100 Fotos und pappt das auf das Gesicht im Video drauf. Und so gibt es jetzt ähm, gibt's schon ein paar kurze Clips mit der, äh, wie, wie heißt die von Star Wars? Die, ah, mm. die, die Ray, also die Darstellerin der Ray. Daisy Ridley. Von der Daisy Ridley. Da gibt es jetzt schon ein paar kurze Clips, zum Beispiel die Daisy Ridley, es schaut aus wie echt in einem Pornofilm. Also quasi das Gesicht ist drauf modelliert worden, von einem neuronalen Netzwerk und äh, ich sage so, ähm, Fake News hin oder her, aber das wird jetzt der nächste große Scheiß, weil damit kann man sehr, sehr viel Unfug anrichten. <laughs> ja, also, ähm, ich habe jetzt sogar nachdem du das reingestellt hast, habe ich ein bisschen, ähm, bisschen weiter geschaut und das ist so, ähm, dieser Entwickler sagt, ja, ja ich habe ja nichts gemacht. Ja, er hat ja gesagt, ich stelle ja leider die Software zur Verfügung, was man genau, Leute damit ja. machen, das kann er ja nicht beeinflussen. Ich meine, ja, es ist, äh, es ist auf der einen Seite, das ist jetzt wieder so, ja, es gibt wieder zwei Seiten von der Medaille. Auf der einen Seite ist super cool natürlich, was du damit machen kannst. Ja. Sie haben ja zum Beispiel auch ähm, die Prinzessin Leia damit nochmal nachgemacht und das ist besser, besser als, als im Original Star Wars. Als besser im als im Original Star Wars, wo sie im letzten quasi das mit ähm, Computer drüber gerechnet haben. Ja. Das ist wieder super verblüffend. Also das ist natürlich. Ja, genau. Aber das steht natürlich Tür und Tor offen für jeden Scheiß. Also, weil ja, ich finde es ich jetzt äh, so sehr. So, äh, es ist nicht legitim, sich an Promis aufzugeilen in einem Pornofilm, den die Promis nie gemacht haben. Oder Nein, auch, eh nicht, nicht. auch nicht die, die, die Ex-Freinin in einem Pornofilm zu montieren und sich daran aufzugeilen. Ich finde das Nee, das, das. Es gibt eigentlich sowas wie, wie Hacker-Ethik. Ähm, mach keinen blöden Scheiß. Ja. Oh, es sollte eigentlich auch in, 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 in Sornvoll ein bisschen gelten, dass man da schaut. Ähm, ja, der Typ hat halt halt auch schon falsch damit angefangen, der hat das ja am Beispiel von einer Dace Ridley und dem wieder gemacht, wenn er vielleicht mit was anderem angefangen hat. Ähm, Donald Trump in einem bei, im Entenhausen oder sowas. Ja, ja, sagen wir so, ich meine, du kennst das Problem. Ähm, du kennst nur den Windows Movie Maker oder den äh, 3D-Movie Maker. Mm, 3D-Movie Maker? Oder, wie hat... Windows Movie Maker? Nice, also, ähm, da wo die, wo die Animationen hast du ganz einfach machen können, wo das kleine Kind mit dem Ballon war. Ah, oh, keine Ahnung. Aber kennst du diese, diese Du musst schon mal Manuel fragen zu sein äh, zu seine Clown-Videos oder sowas. Ja, haben wir das nicht aus dem Cinema für die damals gemacht? Nein, das war eben, das, da, da war er einen Schritt weiter. als ah. hat vorher seinen so Vorgänger ja. gegeben, ja, der hat ich glaube ich 3D-Movie-Maker 3D, Ja, klar, da 3D-Movie-Maker Und, Und äh, du warst, was damit passiert eigentlich, wenn du Leid irgendein Tool gibst, wo sie irgendeinen Scheiß machen können, sie machen ihn. Ja, stimmt, wir haben sowas auch gemacht. Ja, das aber, ist, aber keine Bonus, aber na, halt äh, nur so, jeden Unsinn. Es, du machst halt jeden Unsinn damit. Sobald du Menschen oder in speziellen internet ein tool gibt wo sie scheiße bauen können sie werden es machen ähm, die, die, Ja, hast ja natürlich recht ähm Das ist einfach du immer ich mein, du kennst internet ich meine das ist so dass ähm, der klassiker ist du spielst league of legends heroes of the storm einer stirbt es sind alle anderen schuld es wird jeder beschumpfen ja das internet ist, internet ist, einfach, ist, einfach ist, es ist, ist schlecht ja also das ist die diskussionskultur ist im internet nicht sehr ausgeprägt ja das stimmt schon also, ja und um auf das Deepfake, glaube ich, ja. Deepfake hast hast das Programm oder sowas zurückzukommen, muss ich nochmal nachschauen, genau. Ähm, Deepfakes, ja. Äh, vor ein paar Monaten hat, ich glaube, das MIT oder irgendeine andere amerikanische Universität ähm, etwas vor, vor, äh, präsentiert, nämlich äh, Audio-Software, äh, Audio-Video-Software, die aus geschriebenen, äh, geschriebenen, äh, einem geschriebenen Beitrag ja. oder geschriebener Rede ja. den Ton. Modellieren. Ja. Zum Beispiel vom Obama. Also da hat man, ja. haben sie beispielhaft eine Rede geschrieben für den Obama. Ja. Dann ist seine Stimme synthetisiert ja. worden, also es hat sich angehört wieder Obama. Ja. Und es ist ein Video generiert worden, wo die Lippenbewegungen ja. dem gesprochenen und zuvor niedergeschriebenen Text entsprochen haben. Also auch also irgendwo man sagt: Wow, damit kann man sogar in der Politik dann noch mehr Schindluder treiben, weil dann kann man Klar. wirklich. Ähm, dann steht dem Donald Trump wirklich nichts mehr im Weg, dass er eine blöde Rede haltet, aber im Nachhinein eine gute ähm, generiert oder so. Das sind die das geht natürlich an ja. Fox schickt und sagt, du leiteln äh, äh, oder ihr leiteln, ihr, ihr kriegt jetzt da meine Rede. Ja, 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 das ist ja das. Eigentlich hätte man das Deepfake jetzt Fuck News nennen können. <laughs> ja, das hätte man Fuck News nennen können. Na, äh, nah, das war jetzt. Unter aller Sau. Nein, wir dürfen sowas nicht sagen, weil wir sind bei iTunes als nicht explizit gelesen. Das ist jetzt vorbei. Das dürfte jetzt wahrscheinlich vorbei sein. Ja gut, ich meine, monetär braucht man uns ja keine Sorgen machen, das ist der Riesenvorteil. Ja, wir schwimmen in Geld. Ja, wir schwimmen in Geld. Also danke, liebe 10 Facebook-Fans, dank euch haben wir. Also, wie schon gesagt, jetzt Hochhaus ist im Bau, was der Clemens das letzte Mal angesprochen mhm. hat. Wir, wir fahren, sind sein noch im Keller, aber wir, es wird gerade drüber gebaut. Oben, ober uns wird schon gebaut. ja. Genau. Äh, keine glaub, durch das Thema. Keine Casual Games mehr unterwegs. Mobiles Gaming. Ja, das ist ähm, die Switch. Ist ja letztes Jahr, glaube ich, kann ne. Ja, die Switch ist letztes Jahr mhm. Ich meine, von der Konsole war sie nach wie vor nicht, was sie halten soll. Ich finde sie eher komisch. Ich habe, hast du schon mal gespielt damit? Na, ich weiß auch nicht, ob ich Bock drauf habe. Das ist äh, irgendwie. Ja. Das, das ist, das Sie das macht Spaß. Aber, aber nicht weil, wegen der Konsole, sondern wegen den Spielen. Ja, gut, das war immer das Steckenpferd von Nintendo. Sie ja. machen gute Spiele, da kann man nichts sagen. Ich meine, außer. Das Switch 1, 2, 3 oder wie das hat, was sie da mal vorgestellt haben, wo ein Video auf dem Bildschirm läuft und du nachher es war komisch, aber ah, ja. aber so wie Zeller ist sicher ein super Mario Spiel. Mario Kart. Also, Ä also ich habe mit, mit einem Kumpel ähm, mal Mario Kart gespielt ja. ähm, auf der Terrasse, ja. jeder mit einem Gin Tonic in, <laughs> am Tisch und er holt die Switch. Ja. Stellt sie auf den Tisch, dann kriegt nimmt, ne nimmt die Controller ab, ich kriege an, ja. ich kriege einen linken, er ja. kriegt einen rechten Controller ja. und wir drehen die und spielen. Ja, ja, ja das, das, ah, das. Irgendwie, wow. also das, das schon aber sonst die ganze Konsole wirkt so, ja, ich weiß nicht. es ist... Es sie ist von der Hardware her schlecht. Halt schwach. Also ähm, das ist echt. Also ich meine, wenn dein Smartphone mehr Leistung hat als die, als die Konsole, ja. das ist halt. Aber sie machen es halt mit der Optimierung bringen es brutal viel aus. Das ist Seller schaut wunderschön aus. Das das Mario Kart das ist echt. Das glaube ich sofort, aber ja, ich hoffe, dass noch mehr Spiele kämen, aber das war schon immer ein Steckenpferd von das Nintendo, ist, ja, dass das das Spiele machen können. Also, jetzt, wenn man jetzt die Konsole kriegt, keine Ahnung, 400 Euro mit D3 Spiele, äh, zum Beispiel die Spiele gebraucht kaufen, ja. die Konsole gebraucht oder sowas, dann hat man äh, 200 Stunden Gesamtpaket für 400 Euro. Das 2 Euro pro Stunde finde ich dann eigentlich mhm. legitim. Das ist okay, ich glaube, die Konsole ist ja noch teurer, oder? kostet 299 momentan ohne Bundle. Ja, okay, das finde ich für das, ja, für das Ding. Wenn man mal. jetzt die Spiele alle so kauft, dann zahlt man für die Spiele nochmal 150, 150 ja. Euro pro Spiel. Ja. Also ist man derzeit noch so viel. Aber was es cooles gibt, das gibt es mittlerweile in der zweiten Generation. Das ähm, nennt sich Win, das ist von GDP oder GPD. Das ist dieses ähm, Win2 GPD oder was, was, wie man es halt noch nennt. Ist eigentlich ein Windows-PC in Hosentaschenformat. Äh? Ja, ich sehe gerade das Bild. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt Video hätten, würden wir mal ähm, komplett verdutztes Gesicht sehen. Also, das hat quasi ein Windows drauf. Du kannst alle Spiele drauf installieren, was du auf einem Windows-PC installieren kannst. Naja, aber. Ich mein, Klar, ich meine, du kannst jetzt nicht ähm, erwarten, dass du GTA 5 mit volle Details spielen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ein NVIDIA 1080 verbaut hast. Nein, ist es ja nicht. Aber es hat natürlich ein relativ kleines Display. Du brauchst nicht die Leistung, weil du kannst eh die Auflösung nicht. Mhm. Auf dem Bildschirm. Ah, du Aha, kannst 720p. Ja. Ah, du, kannst, ähm, du kannst GTA, du kannst es nicht mit, ich glaube, mit niedrigen Details kannst du spielen. Mhm. Ähm, und du hast dann halt wirklich ein vollwertiges Spiel drauf. Also nicht jetzt ein, wie auf einem Handy einfach so ein äh, Casual Game? Ja. Ich meine, es ist, es ist ein interessanter Ansatz. Es ist ein interessantes Konzept, wow. Ja, das ist die zweite Generation übrigens schon. Mhm. Also das erste, ich meine, es ist nicht ganz billig, was ich mitgekriegt habe, also es ist so, also die günstigste Unterstützungsstufe war 650 Dollar und der Einzelhandelspreis ist 900 Dollar, also es ist schon Uh, das ist schon eine Ansage, ja. Das ist klar, ja. das ist noch sehr, sehr teuer, also Geht schon. Okay, ich meine auch, du bist offline. Nein, nein. Äh, äh, nein. und ja, aber es ist auf alle Fälle eine coole Richtung, wo Konsolen hingehen. Also wenn das so, wenn das so weiter sich entwickelt und da mehr auf den Zug ausspringen, würde ich das Hammer finden. Ja, aber es ist halt wieder ein zusätzliches Gerät, gell? Es ist ein Zusatzgerät und, und du hast, man hat ja quasi seine Konsole immer eingesteckt. Ja, für unterwegs finde ich es jetzt. Zum Beispiel, wenn du über Bisch einfach während dem Reisen sonst irgendwas finde ich cool, weil du kannst dann unterwegs ein vollwertiges Spiel spielen. Am Smartphone? Am Smartphone probiere mal GTA 5 zu spielen. Da hätte ich lieber den Ansatz, dass man endlich einmal eine, eine, eine Gamepad entwickelt, ähm, die. die Funktionieren. Ich habe sowas. Ja, so es, -Gamepad, ähm, wo man das Handy oben reinsteckt. Ja, genau, ja, das kenne ich auch. Das, äh, das besitze ich sogar. Ja, ich hab so eins. Äh, das ist äh, interessantes Konzept, nur die Spiele unterstützen sollten nicht alle. Ja, das ist. Aber es funktioniert an sich nicht schlecht. Es ist halt da die Frage, was mit der Leistung ist halt, ich meine, es kann man eh mittlerweile so GTA 3, Vice City und San Andreas gibt es ja fürs iPad, glaube ich. Ja. Ja, oder für gibt, And Android, ich, gibt's Also es, die Sachen ah. gibt es ja alle. also da, das, ähm, das ist eh schon super, also wenn man bedenkt, ich glaube Civilization 5 oder 6 gibt es auch für das iPad jetzt. dann. gibt es für das fürs iPad, das ist schon bekannter von mir. Ähm, ich glaube, es ist glaube ich eines der wenigen Spiele, was einmal 40 Euro kostet oder sowas für sein, ja. Also ist sehr teuer, muss man sagen. Aber ähm, dafür äh, ist es dann. Es ist, es, vollwertige es, ja, es ist ein vollwertiges Spiel, Spiel, ohne dass man sich Lootboxen kaufen muss. Genau, <laughs> also <es> ist Lootboxen. <laughs> wie schon gesagt, jetzt, jetzt wie eh, sie eh, hellhörig geworden, waren, wenn du ja. Lootbox verwendest, okay. jetzt dann, jetzt Ende schon wieder. Ja, jetzt haben sie wieder Oberwind, äh, Aufwind, ja, <laughs> Oberwasser, Oberwasser. Um, so viel zu den Ansatz einfach, weil es halt gerade, um, halt gerade da war. Ihr mit dem Thema sind wir eigentlich fertig, oder kann man sagen, oder? Ja. Oder hast du noch was dazu zu Nein, sagen? ich, ich, ver ich verlinke das, äh, ja. das. Das schaut nämlich ganz interessant aus, ja. Ich meine, klar, das einzige ist halt der Preis, du kriegst, glaube ich, um was kostet der Xbox One S oder PlayStation 4 normal, Ich glaube, ein Xbox One S bist du mit 200 bis 250 Euro dabei. Hm. Keine Ahnung. Ich, ich glaube, sowas, also wenn es sowas in die Richtung, ich meine, das ist natürlich schon s das Dreifache forscht, natürlich davon nachher. Ja, ich bin jetzt nicht der Konsolenspieler. Okay, ich, bin, yeah, das ich, hab, ich hab zwar, bin zwar mit eigentlich allen Nintendo-Konsolen aufgewachsen, yeah. NES, SNES yeah. und Nintendo 64, aber ich bin jetzt eigentlich kein Konsolärer. Ich hab wohl nur Xbox 360 da stehen, aber ich bin eigentlich ähm, PC-Master Race-Anhänger. Okay, ja, nein, ich meine, wenn du standardmäßig am PC schon hast, ähm, ja, ja. ist es so, ich man mein, ich mein Mac, also da ist mit Spielen eher ich kann ich kann schon aus, aus gewissensgründen nicht auf eine Konsole wechseln weil ich bei Steam immer noch glaube ich 100 Spiele habe die ich zwar gekauft habe aber nie gestartet habe ja, das Problem kenne ich Ja, Ich habe ein paar Steam-Spieler, die in meiner Liste sein. die habe ich vielleicht einmal kurz installiert ja, ja. und dann deinstalliert. Das ist die Humble-Bundle-Krankheit und die Steam-Sale-Krankheit. Ah, das habe ich mir abgewöhnt. Ich schaue mir das gar nicht mehr an. Nein, Humble ja. Du ja Bun nicht mehr. Weil das ist, du ja vergiss es, der Kaffee alles zusammen. Ja auch nicht mehr, aber die Steam-Weihnachts-Sale und jetzt ist übrigens der nächste Steam-Weihnachts-Sale. Ja. Weil chinesisches Neujahr. Nein, ich habe noch nicht eingeschaut. Ich wäre es mal gespannt, äh, glaube ich. Steam-Neujahr-Sale. Ich spaß mal Muss man mal schauen, vielleicht ist da noch was mit. Was ja, wenn eine Schau findest immer was. Das kann ich eigentlich Spiele ähm, auf die Kreativwerkstatt abschreiben? Könnt ja, du ja sicher, sein? klar. sagst du, das äh, brauchst und, du und wo schmeißt du das eine? Also wie, wie Werbungskosten. Das? Kosten, Werbungskosten interessant. Brainfuck-Kosten, was weiß ich was. Nein, das muss man ja argumentieren können. Na, ja, kannst du sagen, das ist, damit dir der Topfen da für deine Werbeagentur einfällt. Halt HTC HTC Vive könnt ihr direkt das tun, wenn ich sage, ich mache apple äh, entwicklung Ja, Richtung, natürlich, ja. Das Finanzamt wird nicht zuhören. Bist du nicht Hallo aus Finanzamt? Hallo, ja. Also bei mir ist bis jetzt immer alles korrekt geblieben. Also keinem zu kontrollieren. Ich meine, ich hoffe, du hast das Podcast-Equipment abgesetzt. Ja, okay, passt. Das gut. Ist, äh, ist Werbung. Natürlich, also als ja. Meine, jetzt, wenn jetzt jemand vom Finanzamt sagt, wir machen ja wirklich einen Boden. Ich, ich habe die Kreativwerkstatt jetzt genannt, also ja. mein kleines Unternehmen ja. und damit ist das Werbung. Genau, ja, na passt. Also, weil nicht, dass wir das nicht absetzen. Also. Nein, 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 nein das, ist, das ist alles drin. Okay, sehr gut. Damit das erledigt ist. Ähm, damit, glaube ich, lassen wir das Thema und wir haben jetzt letzte Mal schon über Autos geredet und ich finde es, glaube ich, nach wie vor spannend, was bei Autos passiert, gerade im Bereich Digitalisierung auch mit Autos. Ähm, und wir haben ja letztes Mal das Thema gehabt Überforderung durch Technik. Mhm. Ähm, und bei Autos ist das ja generell ein sehr, sehr spannendes Feld, weil ich denke mir jetzt an, wenn du jetzt wirklich ältere Generation bist und der Auto wird ja mittlerweile immer mehr zum Computer. Also es ist ja eigentlich mal ein vorender Computer. Wenn du denkst, was da für Kabelstrang in einem Auto drin ist, das sind ja nur mal Kabelkilometer. Mhm. Ähm, und es ist ja die Bedienung, es ist ja immer mehr dazu gekommen. also es ist ja nicht weniger worden. Ich kann, bin eigentlich vor selten in einem modernen Auto. Du fährst selten in einem modernen Ich meine, es ist dein Auto ja jetzt schon was für ein Baujahr? 2006 oder 7. Ja, ist ja schon ein moderneres Auto nachher. Also es hat ja schon. Das hat kein Display. Du hast kein Display? Na ja, also es hat vorhin beim Tacho die Anzeige. Ja, das also, also Anzeige, wie viele Kilometer das ich habe und wie viele Kilometer ich noch fahren kann mit einer Tankfüllung. Genau, ja, das, okay, das aber zum Beispiel mein Ding, ähm, mein Tacho ist ja nur mal ein Bildschirm. Also ich ja. habe hab keinen richtigen also Tacho. Sowas, ja, also ich habe quasi ja. ein klassisches Auto, ja, genau. wo ich viel Schnickschnack. Aber, aber ja wir kämen jetzt guter. immer mehr dahin. Ist quasi ja, ja. Das, also es wird ja jetzt quasi beide Instrumente, die du früher angeschaut hast. Also Tacho, Drehzahlmesser werden ja zunehmend digital einfach, dass du alles darstellen kannst. Mhm. Das hat das 170 cx übrigens schon in den Jahren gehabt. Das war früh, also das. Da also, also jetzt nicht so quasi ja. Display, wie man es halt für ja. die Notebooks kennt, aber digital anzeigen. Genau kann. ja. Das war echt lässig beim beim Fahren mit dem Kumpel. Er hat noch ein Gas geben und dann ist die, so wie bei Night Rider. Ja genau ja. Tack, 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 ja genau. Ich meine, Genau. das war wahrscheinlich rechtzeitig, muss man sagen. Für ja. Also ich glaube, das hat wahrscheinlich einige Leute abgeschreckt, das Auto zu kaufen. Ja, wird sein, ja. Also, ich, ich meine, ich weiß es nicht, Ach, das Geiz, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich war das damals, glaube ich, war das der neue heiße weil, Scheiß. Weil ich denke mir teilweise selber, wenn ich diese Systeme, sei es beim BMW, iDrive, bei Audi, das MMI-Ding oder diese Schachtelmenüs einfach generell mal anschaue. Also, ich muss ja da teilweise schon nachdenken, wie, ich wohin kim Ja. Und ich möchte mir jetzt nicht vorstellen, wie das ist bei jemand, der zu dem Thema einfach sagt, bei lass für mit den ganzen Scheiß einfach in Ruhe. Ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich ist ein Auto, also zumindest für mich, ein Gebrauchsgegenstand, ich will einsteigen, starten, fahren. Ich will mich ja. nicht durch Menüs hangeln, vor allem nicht während dem Fahren oder sowas. Ja, ich meine, und da sind wir jetzt ja wieder beim Thema. Ich glaube, Mercedes hat ja jetzt in der neuen A-Klasse oder irgend sowas, ist ja wurscht, was nicht, wieder der Name ist, haben sie jetzt ja so ein neues Bedienkonzept vorgestellt. Mhm. Das ist jetzt basiert ja jetzt auf Vorberechnung, was du brauchen könntest. Und Mit Sprachassistent, also wirklich ein gescheiden Sprachassistent. Also, es das heißt, erst war es zum Beispiel: Okay, du bist jetzt ins Büro gefahren. Ach, da verlinke ich ein lustiges Video. Ja, und ähm, tendenziell forschst du danach meistens haben. Dann war es okay, du bist haben. Fahren und er da die Adresse als Beispiel vor. Ich meine, du wärst wahrscheinlich in Heimweg perfekt auswendig kennen, aber leider als Beispiel jetzt ja und. Das finde ich jetzt einmal wenigstens gut, dass da jetzt einmal Anfang an, dass es mit Over-the-Air-Updates nun arbeitet, also das heißt, dass du einmal wirklich Updates auf das System kriegst. Weil ja, solange Mercedes Freude daran ja, hat, ja, die na, Updates zu geben. Genau, aber es ist ja, ich meine, kennst du Waze, die, oder die App Waze, also W-A-Z-E geschrieben, ja. ähm, wo ich mir denke, eigentlich müsste jedes Navigationssystem so funktionieren. Du hast eine Community dahinter, mhm. wo du Straßen melden kannst, dass jetzt an die Einbahn als Beispiel umgedreht worden ist, wie das in Innsbruck ganz gerne der Fall ist. Ja. Ähm, dass eine Baustelle ist oder die Straße noch nicht in der Karte drin ist, dann kannst du sie aufzeichnen und sie wird dann von der Firma, ich meine eh gerade mittlerweile Google, mhm. überprüft. Ja, das gibt es aber auch. das funktioniert mit OpenStreetMap zum Beispiel. Genau, aber wo ich mir denke, warum ist das nicht schon seit zehn Jahren ein Autonavigationssystemstandard? Weil das ist jetzt nicht. Ja. Das ist keine Raketenwissenschaft mehr. Also das haben wir vor zehn Jahren schon gehabt. Also dass das Auto schon meldet ähm, oder Nein, dass du das, im Auto schon dass, meldet Vor allem dass ich nicht, ähm, ich meine, klar, es geht wieder um wirtschaftliche Interessen, BMW wollte oder egal welcher Autokonzern will da diese Navigationsupdates, CD, DVD, sd karte verkaufen. Ja. Aber weil man einfach denkt, das kann ja nicht sein. Ich meine, es gibt am Smartphone hast du so geniale Möglichkeiten, und bei einem Auto wurde das, ich meine, jetzt kommst du durch Apple CarPlay und Google Au oder Google Car oder Google Auto, was weiß ich, wie das heißt, oder Android Auto, mm. kommst du ja jetzt mittlerweile immer mehr ins Auto, weil du quasi das Handy drauf spiegeln kannst. Auf das Display, was ah, du hast. Ja, Auto ja, verstehe. Ja, klar, äh, du, du hast quasi das material hast du dann eher am Handy. Genau, also wo ich mir denke, selber, ja. äh, das hätte es aber schon viel früher machen können, weil die Technikkonzerne Google und Apple zeigen jetzt wieder, wie es richtig geht. Ja wo man denkt ja okay man es ist bei mir jetzt der Autokauf jetzt schon länger her vor paar Jahren und ich habe mir damals gescheut Auto zu kaufen wo ein Navigationssystem schon direkt verbaut ist weil weil es da keine Updates mehr geben hat und dann vorher quasi mit deiner alten Karten das ist das ist ja das Schlimme eigentlich dran dass du kaufst was und es wird eigentlich vom Autohersteller nur gegen zusätzliches Geld aktuell gehalten. Und selbst mhm. das ist nicht top aktuell, weil es gar nicht geht. Ja. Das ist einfach in der. Ich, mein, ich glaube BMW, Daimler und Audi haben sich ja eh bei, haben ja hier Maps gekauft mhm. jetzt nachher. Also die haben sich da jetzt eh zusammengeschlossen und bringen das so langsam ins Auto rein. Aber ja. ich meine, man sieht ja mal, wie lang das eigentlich gebraucht hat, bis das Zeigen ins Auto Camp. Ja, ähm, was, was ich mich frage, wird eigentlich OpenStreetMap irgendwo kommerziell eingesetzt? Weil das sind zum Beispiel Karten, wo immer, ich mein, also ich, ich verwende dafür Os, Osman ähm, ja. am, 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 am Android-Handy. Äh, die Karten sind immer aktuell, also die also weil es Community gepflegt ist. Genau, ja. Man ladet sich da quasi, also es funktioniert als Offline-Karten, ja. man ladet sich da halt von mir aus einmal im Monat ein komplett neues Offline-Paket über mhm. für Österreich. Die Karten sind grandios. Also ihr habt ich da, das sind Wanderwege eingezeichnet das am Berg. Glaub, das glaube ich auch sofort. Um, das ist halt immer das, da wird die Community immer besser sein als ein geschlossenes System, weil du ja, einfach eben. das Material mit zusammenkriegst. Und um, deshalb finde ich ja spannend, dass jetzt eben Google auch das Ways aus Android Auto gebracht hat. Also, mhm. also du kannst jetzt wirklich am Bildschirm nutzen, nein, in groß. Ja, das ist auf alle Fälle interessant. Also es ist handy generell aufs große Auto-Display zu spielen. Ja, voll. Und, und nachher wow. denke ich mal ins Auto, es braucht nur mal ein WLAN-Hotspot drin, haben was jetzt eh bei immer mehr Autos ein Kimp. Ja. Und damit habe ich quasi eigentlich, ich spare mir die komplette Navigationseinheit, weil ein Smartphone ist einfach da wesentlich einfacher. Ja, steckt man drin beim USB-Anschluss an. Und mal, klar, klar, die Autohersteller ist natürlich für den jetzt das Problem. Ich kann jetzt kein Nehmen wir jetzt mal einen Premium-Hersteller, ich kann immer 5000 Euro für eine Navigationseinheit verlangen. <laughs> ja. ja, aber es ist halt einfach, ich meine, Problem ist ja. ich glaube, was ist der durchschnittliche Autokäufer bei Neuwagen? Ich glaube, da liegen wir ja teilweise schon bei über 50 Jahren bei gewissen Marken. Ah, was? Also vom Alter da, her? Vom Alter her, da sind wir teilweise über 50 Jahre. Ja, äh, weiß ich, äh, bei Neuwagen. Ich glaube, bei einem Neuwagen. Weiß ja. also ich, glaub, weil sich die Jungen kann voll, können Neuwagen leisten. Ja, es kaufen ja immer weniger junge Leute dann überhaupt ein Auto. Weil, wenn du als Beispiel jetzt in einer urbanen Gegend wohnst, in Wien, äh, warum sollte man ein Auto kaufen? Damit man mit meinem großen SUV ohne Allrad in der stehende. Stadt angeben kann, weil, wow, zeigst du mal, was ich für ein cooles Auto-Auto habe. -Auto genau. Auto-Auto. Yeah. Auto-Auto, äh, ja. Yeah. Also, Auto-Auto. Auto-Auto. Ähm, äh, also, gerade in der Stadt ja. Ähm, will ja eh jeder Auto. Und jetzt, sind also die Werbungen, was ich jetzt zum zu, zu, zu Schluss gehört habe. Entschuldigung, wenn ich ihn unterbreche. Seat und so weiter, und und, und die, die machen jetzt Werbung eben für kleine stadtaugliche Autos immer mehr. Also, ich weiß nicht, irgendwie scheint da schon am Markt zu sein. E, aber junge Leute, also ich kenne viele jetzt, ich meine, es ist ja wirklich, es ist statistisch nachgewiesen, dass ähm, junge Leute einfach immer weniger Autos kaufen, weil sie einfach sagen, ich brauche es ja nicht. Weil, wenn du in, zum Beispiel in Wien hast du ja, ich weiß nicht, ob es das in Innsbruck gegeben hat, hast du ja äh, Car2Go oder DriveNow. Ja, es gibt es glaube ich bis jetzt noch nicht. Du hast immer ein neues Auto. Mm. du hast alles drin du, du zahlst genau die Zeit für die du's mm. du es nutzt kannst auch Pakete buchen Tagespaket Stundenpaket oder so irgendwas und es funktioniert es reicht da ja vollkommen mit einem Jahresticket in Wien also da ist das Auto total überflüssig könnte man sich denken trotzdem hat Wien ein, ist, ist Wien ein, eine der, der, der Städte oder 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 Bundesländer mit dem größten SUV oder mit der großen sind, suv SUV Großstädte ist immer SUV da brauchst du eine gefährliche Gegend da brauchst ja. du einfach ein SUV es geht nicht anders Stell dir mal vor es regnet ein bisschen ja vor allem wenn du durch die keine Ahnung, kein Kurs. wenn am Gürtel, damit du da über die, die Schlaglöcher und die Berge drüber kommst. Ja, das ist hart, also wahrscheinlich geht es teilweise aufwärts, da brauchst du schon einen Allrad, also das ist schon klar, weil... Nein, das ist es, die meisten SVI haben wir das sind die ja kein Allrad. Ja, der ganzen, kostet Aufpreis. Der das kostet halt. Aufpreis, dann kauft sich der Bobo ja nicht. <laughs> nein, nein, das geht ja nur um die Optik. Und geht nur um die Optik, ja. Also es hat, glaube ich, auch Hart einmal so schön gesagt... Ähm, so, Bescheidenheit und Ökobilanz sozusagen. Man kauft ein klares SUV. Ja, klar, ja, ja genau. genau. Und man fährt ins Weinviertel oder ins Mühlviertel in Weinkarfen. <laughs> ja, genau, und zum Bauern. Ja, genau, zum, zum Bauern direkt. Und wie schon gesagt, beruflich über Leichen gehen. Ja, Aber genau. Bioresonanz <laughs> das, ist, das ist so, Josef Hader. Ja, glaube ich, kennt ihr jeder. Ja, ist, wie gesagt, äh, ist, 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 ist genial. Da kann man nichts dazu sagen. Eine jährliche Gebühr verlangt BMW. Für ja, das, das ist CarPlay. Äh, Also das haben sie jetzt an, nein, das ist sozusagen, jetzt jetzt sind wir wieder beim Ding ähm, beim, beim DLC. Jetzt ist so, BMW fängt jetzt an für Apple CarPlay, Android Auto, glaube ich, unterstützen sie gar nicht. Ähm, verlangen sie jetzt nachher, glaube ich, noch dem ersten oder noch, ich habe jetzt zwei unterschiedliche Quellen. Eine hat einmal gesagt nach dem dritten Jahr und eine noch dem ersten Jahr. Auf jeden Fall nach gewisser Zeit, sagt BMW. Du, musst, wenn du Apple Carplay nutzen willst, zahlst du uns eine jährliche Gebühr. Hm. Ja. ja, das kann sich eigentlich nur ein Premium-Hersteller leisten, der eine Fanbase hat. Ja, normal, äh, ich meine, natürlich, der Altersdurchschnitt über 50 Jahre, ich meine, man müsste halt mal eine Umfrage machen, wie viele ältere Leute Apple Carplay nutzen. Ich glaube, das wird nicht zu wenig sein. Ich, ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Aber, aber BMW, glaube ich, kann sich das leisten. Das ist genauso wie bei Apple, die alle USB-Boards von den von neuen Notebooks weg tun und die Leute dazu drängen, ähm, sind auf Adapter zu kaufen. Ja, ja. Die Fanbase macht's. Das ist der Punkt. Apple das ist der, der Punkt. Äh, also und und mein, bei BMW ist es dann also mich das Modell. Mir wundert selber. ja bei Apple schon, dass sie auf USB-Type-C gesetzt haben. Das ist ja für Apple eh schon, wo da denkst, okay, ihr habt es eh. Das schon. ist eh zu viel Standard schon. Das ist für Apple, ich meine, beim iPhone machen sie es eh nicht, weil sie es, weil sie es sich leisten können. Da sagen sie, wir haben Lightning. Ja, ähm, ja das ist natürlich, äh, ja, das ist so typisch Apple. Aber, ja, aber wenn, also wenn das jetzt bei den Autoherstellern, ja, ich befürchte, ja, also es ist, ist, wir brauchen ja gar nicht, BMW macht es jetzt. Ähm, es ist schwer davon auszugehen, dass die Autos per Software entweder beschnitten werden oder ja, ja, das in ist, Software ähm, man sich Funktionen äh, wieder freischaltet. Ich meine, das hat ja Tesla schon vorgemacht eigentlich. Ich meine, Tesla hat ähm, das Konzept ist ja super, du kaufst das Auto und du kannst nachträglich noch gewisse Sachen freischalten lassen. Es ist schon alles ich, verbaut, man äh, muss nicht in die Werkstatt, ja. man muss, also man muss nur in die Werkstatt und sich das Software-Update äh, genau. einspielen. Ich meine, teilweise geht es sogar over die air, glaube ich. Also ja. das, das ist... Ähm, das ist ja, ich meine, wie gesagt, zu Tesla gibt es ja eigentlich nur kritische Artikel zu dieser Software-Geschichte. Ja, es ist eben der Kurs. Jetzt sagen es halt vor, wie wir es machen. Genau, und es wird halt wirklich so, Kämen, du wirst halt noch sagen, ja, übers Wochenende fahre ich eine Bergstraße, ich brauche ein bisschen mehr Leistung, bitte. Oder Allrad. Oder Allrad. so, ja, gut, zum Beispiel Oder genau, die Tesla sind alle Allrad. Du brauchst mehr Leistung. Ich sage, ich brauche jetzt mehr Leistung oder. Keine Ahnung, ich brauche das Navigationssystem normal nicht. Jetzt lass ich es mal für drei Tage freischalten. Also, DLCs kämen auch wahrscheinlich ins Auto. Ja, right? ich finde das so. Ja, ich weiß nicht, ich wer außer die BWLer, die sich das ausgedacht haben und die Aktionäre, wären da glücklich. Gekauft wird es, es, ist, ist, ist klar. Es ich, wird mein, ich, gekauft, verste ich verstehe ja bis heute nicht, wie. Kann man. Ich meine, ich nehme jetzt als Beispiel EA her oder irgendwas machen die Battlefield oder Call of Duty. Ich weiß nicht, wer was macht. Ich glaub, Dice macht Call of Duty. Ja, ich weiß, ich, ich, kenn, nicht. Mich, ich mich nicht aus Wer kauft es in 700. Aufguss von Call of Duty? Ähm. Ich meine, es wird gekauft, das ist es. Also die Leute kaufen es. 16 bis 22-jährige ja. Burben. Ich glaube, da gibt oh, also, ja, also, es ältere. Ja, es gibt schon ein paar also, ältere, aber ich glaube, je älter, desto weniger kauft man in diesem Und ich mein, Es, es Gleiche ist gleiches, wer kauft sich um, zum Beispiel Horizon Zero Dawn? Da gibt es ja das Super-Spiel auf ja. der PS4. Da ist ja dann, auch so, ein zusätzliches DLC Winter irgendwas, Winter Wonderland nenne ich es jetzt einfach einmal, was zwar nicht so hast, aber das ist dazu. Ja. ja, es ist dazu Und ich habe gleich gewusst, ich brauche mal das nicht kaufen, das kostet wahrscheinlich wieder... Keine Ahnung, was gekostet hat, wahrscheinlich zwischen 10 und 15 Euro. Und dann kriegst du so ein, weil der Kollege von mir jetzt gekauft, kriegst du so ein kleines Fitzelstück von der Korde dazu. Für wahrscheinlich zwei Stunden Spielspaß. Ja, also denke ich mal. Aber, 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 aber das, das, das. Das finde ich ja noch fast ein bisschen legitim, weil das ist ja jetzt kein Content, der ja schon im verkauften Spiel drinnen war, sondern das haben sie halt noch entwickelt. Sie haben Klar, ich mein, Das Spiel hat sich super verkauft. Du kriegst, sie haben sich du kriegst sie haben, Und Sie haben, haben nur ein bisschen Inhalt entwickelt, weil das Spiel eine große Fanbase hat und man braucht kein Engine-Programmieren ja. und so weiter und so fort. Man tut einfach nur ein neues Kapitel hinzufügen. Damit habe ich jetzt eigentlich kein Problem. Ich muss nichts geschenkt bekommen, weil ich habe eh schon fürs Spiel gezahlt und wenn ihr jetzt eine Erweiterung kaufe, Fände ihr das noch okay, aber wenn es schon drinnen war im Spiel, yeah. im Spiel schon hardcoded irgendwo drin ist und die muss mir erst dann frei kaufen, dann ja, so wie es EA bei Star Wars Battlefront 2 gemacht hat. Im Endeffekt, ja, also, das ist so, das, ich meine, ich glaube, sie haben es. Ich hoffe mal wirklich, dass es dass sie auf den Ding wirklich sitzen bleiben und dass sie mal was gelernt haben. Das hat sich verkauft, wie haben wir Samuel da bleiben sie nichts drauf sitzen. War das nicht einmal ziemlich schlecht verkauft? Ach, das war? hat nur schlechte Bewertungen gekriegt. Ach so, okay. Yeah, no, okay. Super. Das verkauft sich das? Ja, ist, es ist... Äh, die kennen bei Call of Duty oder Battlefront und Battlefield und keine Ahnung, wie das alles heißt. Die, die kennen da das schrottigste, grottigste, un, unsinnigste und nicht äh, auf PC-Systeme optimierte Spiel außenwerfen. Es wird gekauft. Leider, ja. Also es, es, es gibt dann vielleicht einen Shitstorm, aber die Leute denken sich dann halt nach, na, ich habe 60, 70 Euro dafür gezahlt, jetzt muss ich halt das spielen oder jetzt muss ich fast. Nein, man, man, die reden sich ja na irgendwie schön. Ja, ja, das ist diese berühmt-berüchtigte kognitive Dissonanz. Ja, man kann, nicht, man kann sich nicht eingestehen, dass man Schad gekauft hat. Eben, das, 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 das tut keiner. Also, man, man. Ich verstehe es bei manchen Sachen auch, da, da bin ich genauso fehlgeschalten im Kopf. Klar sagen wir alle. Aber, also aber ist irgendwann, ist... irgendwann macht es bei mir dann auch Klick. Und ich denke mir, oh, jetzt soll ich wirklich einfach Geld rausgeschmissen für nichts. Ja, das habe ich auch bei ein paar Sachen, also das kann ich so Wert, so mittlerweile eh immer weniger bei mir, dass ich mir Blödsinn kaufe. Also ich sage sag so, ich habe mir mittlerweile selber so einen, so einen Notizzettel ins Hirn getackert, ähm, wenn ich was haben will leg es mir mal einfach auf die Wunschliste ja. und dann warte ich einfach noch mal eine Woche und überlege dann noch mal nach einer Woche, hm, ist mir jetzt was abgegangen? Brauche ich es wirklich? Ja, eben, genau so mache äh, ich es auch. Ja. Oder, und nachher, wenn ich, wenn ich die Woche um ist und das kaufen will, sage ich jetzt, schaue ich noch einmal und wort noch einmal einfach. Also, ja, das ist, das ist eine ganz gute Taktik. Ja, also da würde ich schon sagen, weil so es, sollte man es eigentlich immer machen. Weil das Internet ist halt auch so schnell, dass was bestellen kannst. Einfach auf Amazon kriegst du halt die Dinge, die sind brutal schnell bestellt. ja. Ich bin sowieso extrem anfällig für Impulskäufe, <laughs> äh, aber bis jetzt, also vor allem in den letzten zwei Jahren habe ich mir jetzt nichts gekauft, wo was jetzt nur noch in der Gegend liegen wird. Also ich nutze eigentlich ja alles. Da, der letzte Impulskauf war dank dir. Das war diese Lego NASA Rakete. <laughs> ah, ja, das war bei mir Impulskauf. Ja, ich habe es gesehen beim Daniel und geklickt und gekauft. Ja. Hm? Aber, aber wie gesagt, die steht jetzt in der Gegend um natürlich. Ja, aber sie schaut auch so schön aus und hat so ich mein, viel Sch Stunden Freude gebracht. Ja, ich, mein, ich hab da eh schon gesagt, ihr habt bei der Lego-Rakete, ihr habt einen kleinen Baufehler drin gehabt, das war im zweiten Drittel irgendwo, ich habe das, das Ding nochmal komplett erlegen dürfen. Mach schön, das hätte ich auch gern gehabt. Nein, das wollte ich nicht haben, weil. Oh. na das war vor weil ich habe die teilweise die Teile nicht mehr auseinandergebracht, teilweise. Das erinnert mich, ich müsste eigentlich mal mein Lego Technik ähm, Holzloader Truck ähm, wieder mal zerlegen und neu zusammenbauen. Ich weiß nicht, also ich habe nur immer, ähm, ich habe noch ein Batmobil von Lego, vom also in Tumblr glaube ich, heißt der von The Dark Knight. Ah, ist der, der Technik? Lego Technik? Nein, nein, der ist normales ah, Lego. Normales LEGO okay. Ich habe noch nicht zusammengebaut, weil hab, er ist noch im Originalkarton, also er ist noch wirklich Sammlerstück. Du, du hoffst drauf, dass der viel Geld wert ich, wird. Ich hoffe noch drauf, ja, ich, ich war so, ich bin immer, ich, ich schwank so ab und dann das Ding zusammenbauen. Und dann denke ich mir wieder, ah, warte no. Ja, bei Lego gibt es zum Beispiel keine DLCs. Also bei den normalen äh, äh, Dingssteinen. Aber ich glaube, man kann sich Anleitungen dazu kaufen, gell? Oder? Oh, weiß, Oder bin ich jetzt der Erste mit der Geschäftsidee, dass ja. man ein Modell verkauft und ähm, die PDF-Anleitung Na, Nein, das, das geben es da eigentlich. Es gibt diese Transformer, also 2 ja, in 1, also, Aber es gibt da Lego dazu. Also da kriegt man den Code und man kann sich ja die, Ja, du musst, du musst, nicht, du musst ja. Es nicht selber, glaube ich. Ähm. Ja, das stimmt, ja. Ich meine, ich glaube, du hast jetzt Lego gerade auf eine Idee gebracht. Aber es ist Lego, die dürfen das. Ja, ich mein, wie gesagt. Aber wenn es da ist und, und <laughs> ich gerne meine. Ich hätte gerne einen großen Millennium Falcon, der mit, keine Ahnung, 10.000 Teilen. Ah, Nein, ich habe den, den, was wir davor gehabt haben, den habe ich immer gekauft. Ein kleiner, ja. Ein kleiner ist, ist auch groß schon, ja, aber ja, der, ist auch schon der, groß. der nächste ähm, ja, ist riesig. 10.000 Teile ja, also, oder 8.000. Aber Teile. Er, ko er kostet da dementsprechend. Er kostet 800 Euro. Ja. Von Le Pin. Ja. Gibt es die günstigere Version. Da kostet 250 Euro. Ja. Muss man aber hoffen, dass es durch den Zoll durchkommt. Ja, weil Nintendo und beziehungsweise der Zoll da mittlerweile bei der Markenfälschung rigoros kontrollieren. Ja. Aber das Problem ist ja, ich würde ja vielleicht sogar einen originalen Millennium falken ja. kaufen. Lego, nur gibt's den nicht. Außer jetzt bei irgendeiner Opzockerhändler. Ja, ja, natürlich. Das, das, der war wahrscheinlich limitiert auch noch. Ja, na, sie kennt mit der Fertigung. Ah, nicht okay, ja, das war bei um bei der Apollo-Rakete war es nämlich auch noch an. Ja, ja, das ist, das ist brutal. Also, die Dinger. Es ähm, war ja so der erste Millennium Falcon, als sie rausgebracht haben. Der war ja wirklich limitiert. Ich glaube, das Ding hat ja mittlerweile horrende Preise, ja. wenn du das haben willst. Also, ja. da sei wir ja. Das ist ja da kannst du teilweise ein Auto schon kaufen? Ja. Also, wahrscheinlich also, ein also, Gebrauch. Ja, da, oder also so. das, ist, ähm, das ist furchtbar. Also, es war, ist aber, weil du gerade Nintendo davon angesprochen hast, war ja immer das. Das ist ja bei der NES und beim SNES Mini alles Gleiche immer gewesen. Nintendo ist nicht nachgekommen mit yeah. der Produktion und dann danach auf Ebay wären horrende Preise yeah. für das. Ich habe so einen Grand auf Nintendo, dass die die Teile nicht in, in, in Stückzollen geliefert haben, um den gesamten Markt zu bedienen. Das war ja Absicht. Ich, ich sage nach wie vor, es ist Absicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, das weil Nintendo hat nichts davon. Nintendo verkauft die, die Konsolen. Ähm, künstliche an, an, Verknappung. Ja, bei Nintendo verhält die, die Konsolen von Anfang an zu einem fixen Preis verkauft schauen an alle Händler. Und nur die Händler haben dann 400% Prozent. Aber drauf es ist gebrauch. halt einfach, du erzeugst so ein Spannungsmuster. Weil ja. jeder sagt, was die Nächsten kriegen, die Nächsten holen immer. Ja, und ich habe keinen von Baden gekriegt. Ich habe beide. Ja, eine habe ich zu so meinen 30 er gekriegt und die andere habe ich mir selber bei Amazon vorbestellt, weil bei Amazon kriegst du immer eine. Ja, Wenn ich so habe mir beide Konsolen vorbestellt und keine gekriegt. Da hast du zu spät bestellt. Ja. Ja, im Endeffekt ist... Ich, da ist es, das, war zwar, das war so ein Impulskauf gewesen, ja. wo es nicht darum geht, das zu nutzen, sondern da ist es nur ums Haben gegangen. Ja, ja, klar, das ist. Weil ich habe mir mittlerweile mit einem Raspberry Pi einen Emulator ja. zusammengestellt und ähm, natürlich nicht Original-Roms, sondern Homebrews von irgendwelchen Heimentwicklern. Ja. Und da kann man dann die Spiele am, am Monitor und am Fernseher drauf spielen, sogar in, in echt schöner äh, hochskalierter Grafik. Ja, das ist ähm, das hat halt 40 Euro gekostet. Ja, ja, das ist das ist wesentlich günstiger. Ich mein, ja, wie gesagt, also ich glaube, von Nintendo war es ein bisschen gewollt, dass das so künstlich war knapp. Ja, ich ist. bin gespannt, also ja ich, ich bin gespannt, ob sie es mal machen, ob sie noch mal und außen werfen. Ich glaube, sie werden die 64 gerade werfen. Das hoffe ich. Ähm, sie werden in 46 sicher nochmal so rauswerfen, wird sicher die gleich beschränkte Stückzahl sein. Sie werden natürlich vorher wieder ankündigen. Aber warum machen sie das nicht? Für die ist das ja eigentlich ein verdammt geiles Geschäft. Weil die Hardware kostet im Endeffekt kaum Null. etwas. Das ist, ich meine, das ist ein bisschen ähm, gepresstes Plastik. Ja, es ist natürlich schon eine Arm CPU ja, mit ein bisschen Rahmen und Betriebssystem drin. Aber im, aber, aber im Endeffekt ist doch nicht viel dahinter. Gut, für den Nintendo 64 müssen es ja, glaube ich, sogar sattere Prozessor verbauen, weil Nintendo 64 Spiele laufen auf meiner Raspberry Pi. Nye. Ja, ich meine, es ist, das ist sowieso der 64er, wird sowieso nicht mehr um 100 Euro zu kriegen sein, wenn man es in die Mini-Ausbringung bringt. Der wird wahrscheinlich eh 200 Euro kosten. Der wird sicher deutlich teurer ja. sein, weil es ist, ähm, die Hardware drinnen muss flotter sein ja. und ähm, ist schon deutlich komplexer. Die ganze Angelegenheit. Ich bin auch gespannt, äh, oder ich, beziehungsweise nicht gespannt, sondern ich frage mich, warum Nintendo das nicht. Äh, in, das, 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 man kann sich ja goldene Nase dran verdienen. Nee, was ich bei Nintendo nicht verstehe, sie haben in NES und ins NES rausgebracht. Und da war ja bekannt, dass du früher diese Kassetten, rein, oder Kassetten reingesteckt hast. Ja. Warum sie nicht quasi DLCs analog gebracht haben, dass du neue Kassetten reinstecken kannst. Und dadurch mehr Spiele kriegst. Mit denen könnten es noch einmal mehr Geld verdienen. Yeah. die könnten die alten Spiele. Ja. Weil die könnten so Packs mit fünf bis zehn Spiele machen. Um 40, 50 Euro verkaufen. Das würden die Leute kaufen. Das, die das Nintendo die, hat die auch, Fanboys ja, kaufen das. Nintendo, also vor allem Nintendo hat so eine ähnliche Fanbase wie Apple oder Tesla. Das ist so, alles was die machen, das hast du nicht zu so kritisieren. quasi all, äh, fast ja. alle lebenden Generationen ja. sind damit ja. aufgewachsen. Ähm, Leid um die 40, 50 ähm, haben mit NES vielleicht noch gespielt. Ja. Ähm, wir haben mit SNES und Nintendo NES und, 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 und NES auch ja. ähm, mit Gameboy ja. und äh, du, du hast ja da einen Markt, der ist ja riesig. Ja, ja, klar, das vor allem es ist der Preis halt auch genau so, dass sagst du, den Hunderter, den zahlen einfach viele, weil sie sagen, ich kann es, das kann ich mir leisten. Das ah, geht. Hunderter ist, ist jetzt keine, keine so große Hürde. Also Nein. jetzt Natürlich für manche Menschen schon, ja. aber, aber, aber für viele und vor allem für Fans, die für den eh Shut up and take my money. Ja, das ist eh wurscht. Also, ähm, man kann da, also, wenn man da so, so eine Konsole ausbringt, 99 Euro und dann noch ähm, Gamepads ja. um 49 oder 39 oder 29 Euro verkauft, da kann man sich echt eine goldene Nase dran ja. verdienen. Das, ich, mir ist das ein Rätsel, warum das Nintendo nicht weitermacht, weil ähm, dann hätten sie nämlich wirklich wieder mal Knete auf der Seite und wirklich einmal. Ja, Wie die halt mal fast sagen, um wirklich mal richtig fette Hardware zu bauen und, und PlayStation und, und Microsoft ein bisschen äh, unter Xbox was entgegenzusetzen, aber ja. ich glaube, das wollen sie ja gar nicht mehr. Na, das äh, Nintendo hat ja Abstand von dieser VR-Geschichte, genau in dem sie jetzt sowas mit Karton rausgebracht haben. Mhm. Das Konzept gefällt mir, das habe ich gesehen. Das, ich, ich, es ich ist ganz nett. Es ist eine coole Idee, lei ich weiß nicht, wie das mit der was ich, Karton du kaufst, den aber was ist, wenn er. Wenn er defekt ist, aber wenn er kaputt ist, dann ist er kaputt. Einfach. Ich habe da andere, ich, ich, stimmt, da hat es die News ja. gegeben. Ich habe aus einer anderen Quelle damals gelesen, dass der Karton ja. so kostenlos in Shops zu kriegen ist. Oh, okay. Und eigentlich nur für die, für die Spieler gezahlt wird. Also und Karton, das ist dann cool. Karton also das kann man sich für 1, 2 Euro oder kostenlos noch ein. Na, vor allem Shop mal, das, das sage ich gerade, das ist ja für diese Zielgruppe jetzt, sagen wir mal, sechs Jahre bis. Zehn Jahre finde ich das eine perfekte Geschichte. Ja. Also, weil ich meine, da sind Kinder noch recht fantasievoll, danach bringst du in die Schule das fantasielose Leben bei, ja. dass das auch mal behandelt wird. Ja, stimmt. Also in der Schule fängt nachher das an, du musst endlich in eine klassische Form passen und Leistungsdruck, weil wir sind ja Leistungsgesellschaft. Natürlich. Also. Und dann wäre schon die Konformität eingedruckt und ja. dann ist, ist Fantasie unwichtig. Dann ist Latein wichtig, weil Dann für das Latein das, ist wichtig. Das, deshalb gibt es ein Gymnasium, sage ich immer dazu. Hey, mit Latein habe ich echt kein Problem. <laughs> es hat mir sprachlich viel geholfen. Das darf ich nicht, äh, kann ich nicht ausschließen. Also ich kann, ich kann Sprachen lesen, die ich nicht beherrsche und die verstehe teilweise Sachen dank Latein. Ja, das schon. Aber ja, es führt zu weit. Natürlich. Weil ich, weil ähm, mittlerweile eigentlich brauchen wir es nicht mehr. La -Latein, wie ich mein, Latein kann theoretisch ja, das kann an jeder schon unterrichtet werden, dafür brauche ich kein Gymnasium. Das ist einmal per se der erste Topfen. Ja, aber. Zweitens, ähm, ich denke, Latein soll dahin, wenn ich Medizin, Pharmazie studieren will, okay, da kann ich um ein paar Sachen nicht um ich auf ja, reicht das kleine Latein. Aber das kann ich auf der Uni dann auch machen. Das brauchen kann man. Ja, ja also das, das brauche ich nicht. Ich mein, weil ich glaube jetzt nicht, dass du... In welchem Jahr geht man ins Gymnasium oder wann fängt Latein an, ab welcher Schulstufe? Ich ich, äh, in der dritten Klasse ich Ja, ich meine, das hat das da sicher unheimlich viel Klasse. Spaß gemacht. Ja, ich war begeistert. Ja, heute, äh, jetzt im Nachhinein würde man natürlich einen Arsch bei, äh, beißen meinen Arsch und, und <laughs> fragen mich, äh, warum ich meine Liebe zur Naturwissenschaft erst so Sport entdeckt hätte, weil, weil ich, ich, hätte ich nämlich den naturwissenschaftlichen Zweig geben können, den hat es nämlich damals gegeben. Weil da die Schule wahrscheinlich den Spaß nicht vermittelt hat an der Materie. Das stimmt natürlich. Also weil es so wie Science passt, das ist halt kaum ein Physikunterricht, jetzt als Beispiel. Ja, warum nicht? Ja, weil das ist halt. Weil die noch in äh, die fantasielosen, konformen Lehrpläne. das ist mit den fantasielosen Lehrplänen. Das ist so klassisch, klassisch in Österreich: Schule darf keinen Spaß machen. Das ist also. Du, du musst Kinder beibringen, das ist Zwang, das ist Arbeit, das muss Schmerzen. Es muss Schmerzen äh. bereiten und dass man, sich, dass man aus der Schule außer Kind sich gefreut aufs Arbeiten und dann äh, in der Leistungsgesellschaft ähm, Geld erwirtschaftet. Genau, also das ist, du darfst ja nicht einmal, ich es mein, ist ja in der Schule läuft vieles falsch gleich, wie warum wird Programmieren nicht ab der Volksschule gemacht? Ich verstehe das nicht. Ja, ich verstehe. Ich, ich verstehe ja nicht, warum ähm, Englisch nicht generell schon im Kindergarten angefangen ja. wird. Es ist also es gibt so Sachen, da, da denke ich mir, da sind uns andere Länder schon so weit voraus. Ja. Äh, vor allem die skandinavischen Länder. Ja, ja, Länder. das ist brutal. Also Estland ist da auch brutal. Estland, Und ja, Baltikum auch. Äh, äh, Öst, ja. Das führt viel zu weit, wenn wir jetzt da politisch Nein, über Schulsystem diskutieren, da werden wir gar nicht mehr fertig. Aber meine, Im Endeffekt kann man sagen, in Österreich ist noch Maria der Schulsystem stehen geblieben. Ja, es gibt seitdem eigentlich nichts Neues, bis auf die Schulreform ich, mit der neuen Mittelschule. Also die Hauptschule hast jetzt eine neue Mittelschule und geändert ja. hat sich gar nichts. Na, vor allem, ähm, es ist ja das, ich denke mal, warum ist eine Ganztagsschule in Österreich? Was ist das verdammte Problem dran? Ja. Weil ich denke mal, es was? ist ja schon schwierig, auch ein ganz Kindergarten ja, oder man, sowas zu finden für berufstätige ich mein, Eltern. Wo ich mir denke, was ist das so schwer? Erstens einmal, die ganze Nachhilfe wird wegfallen, weil die würden betreut werden. Sie ja. würden die Hilfe kriegen, was sie brauchen. Ja, aber ein gebildeter Bürger ist der Feind äh, einer Regierung. Ja, eh, es, ich man mein, äh, danke, man sieht es eh in den Nachrichten jetzt. Äh, wieder. Man, was, man muss die Leute eigentlich äh, dümmer halten, als sie eigentlich sind. Ja, Damit man keine Probleme kriegt, weil was würde denn passieren, wenn die Leute bessere Ideen haben als die Regierung? Oder besser wüssten, was man machen könnte als die Regierung? Ui, 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 ui. Ja, das ist, uh, nice. das ist. Das ist jetzt aber unabhängig, jetzt, ob wir jetzt ÖVP, FPÖ, SPÖ oder grüne Regierung haben. Also. Äh, mit dem Bildungssystem hat, hat sich bis jetzt keiner noch mit rumbeklagt hat. Mehr vor allem, es ist ja das, das Bildungssystem, es greift ja das Denken keiner an, weil bis das Erfolge zeigt, vergehen ja 18 Jahre mindestens. Ja. Das ist das ist ja das Problem an dem ganzen Bildungssystem. Ja. Aber vor allem was mir dann also, was ich auch immer so sinnlos finde, alles ja schon zu genüge kritisiert worden oder gemeckert hat, dass immer dieses Lehrerbashing. Ich meine, was will ein Lehrer in einem System, das so ist? Was will er denn machen? Ey, er kann nichts machen. Er, er kann nichts machen. Das ist ja, wobei sich ja natürlich manche Lehrer schon ein paar Freiheiten aus können und zum Beispiel den Physikunterricht ähm, so gestalten wie er Science busters Show. Klar, das geht natürlich. Man kann nämlich äh, Wissen und Grundwissen du kannst, wie super gesagt, vermitteln. Du also, kannst gewisse Sachen super, aber was will jetzt zum Beispiel ein Mathelehrer, der da was beibringen muss? Aber wenn er sagt, den Stoff wirst du nie mehr brauchen, ja. er muss dann beibringen. Es ist einfach so. Und Mathe ist halt das auch voll ja. Den, der lost Mathe lässt sich kaum, wie Science pass das Show beibringen, weil Mathe ist einfach ja, ich meine, es gibt strukturiert es, es, und es gibt eine gute Mathe, ich meine, es gibt es gibt, alle Fälle. Es, es gibt sehr gute Professoren in Mathematik, Echt? aber ja, gibt sicher Hobby, Hobby. Ich, ich, also ich habe im Gym keinen Kopf. ja im Gym kann das durchaus einmal mal passieren, aber das ist ja, es ist schwierig, so, also, aber ich, es ist ja das so, so leicht, jetzt immer einen Lehrer die Schule zu geben an Nein, das, 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 ist das ist klar. Aber, aber, aber man sieht es ja jetzt zum Beispiel bei der Reform von, von, von der Hauptschule, Mittelschule. Man, man hat die Schule einfach umbenannt, man hat die Leistungsgruppen äh, gestrichen. Ja, Drinnen sind aber immer noch die Lehrer, die jetzt auf die Pension äh, noch, noch dringender als, als, als sonst auf die Pension warten. Ja, ja, klar. Und seit 40 oder 45 oder keiner 30 bis 40 Jahren sehen einen Lehrplan abarbeiten, der sich eigentlich in 30, 40 Jahren nie geändert Na, hat. ich meine, es gibt eine Sache, du brauchst ja eigentlich zum Bildungssystem, das ist zwar auf Deutschland, du brauchst ja nur Volker Bispers auf YouTube anschauen, Volker Bispers und Lehrer. Okay. Das ist, ähm, das ist zwar ein politisches Kabarett, kann man jetzt sagen, aber der bringt das alles so auf den Punkt, wo man sagen muss: Ja, es ist genau das, was da drin gesagt wird. Ich meine, ich will jetzt, wie gesagt, wir werden es verlinken. Ja. Ähm, ich ich sage jetzt nichts dazu, aber wenn man, man sich kann das sich mal anschaut. Aber er beschwert sich ja im Endeffekt ja auch nur, oder? Er bringt sogar Lösungen Er bringt sogar Lösungsvorschläge. Also Volker Bisbars hat ja immer einen Lösungsvorschlag ja, auch ja. gehabt. Ich mein, weil mein Problem ich habe Probleme mit politischen Kabarett wenn man sich immer aufregt so viele haben Forschung. Ja. ja gut das ist kein Kabarett das, ist das, das eigentlich halt, uh, das, das ist nur traurig aber weil die halt nie Lösungsvorschläge oder nein, so das ist, das aber ist, beim Pisspass stimmt doch der ja, bringt die, hat ja Ideen auch. das es sind schon Ideen auch dabei also es ist vor allem es ist doch doch das ist schön also es ist jetzt nicht einfach so plump irgendwas rausgerotzt mhm. wo man jetzt sagt wie generell Komik halt ab und dann funktioniert aber stimmt. Ich glaube, wir gehen einmal weiter. Weil ja, war... ich glaube, wie soll man jetzt hinkommen? Ah ja, Card to Go, DLCs. <laughs> ja, ist nicht dann schlecht. sind wir auf Nintendo gekommen und jetzt aufs Bildungssystem und auf den Volker Bispas. Ja, es ist ein guter Schnitt. Nicht schlecht. Also, ich glaube, fünf, sechs Sendungen, <laughs> wir haben alle Themen in der Welt abgearbeitet. Wahrscheinlich. Aber fangen wir fangen mal halt wieder von vorne an. an. Ja, dann, ja. Zum Bildungssystem können wir eh 27 Staffeln machen. Ja, na, 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 das führt zu. <lacht> okay, <lacht> ich habe keinen Spaß mehr an der Politik. Das ist mir alles. Okay, wer hat äh, Spaß an der Politik? Das darf keinen Spaß machen. Na, so. Das stimmt auch wieder. Wie, wie schon gesagt, Leistungsgesellschaft. Es muss wehtun. Weiter geht's. <lacht> <lacht> ja, und zwar äh, mit unseren Gadget-Picks. Clemens hat das mal nichts. Ich habe nichts. na äh, tut mir leid. Äh, ich habe dafür zwei gemacht. Passt. Okay, also, davon ist eins meins. Nein. Okay, du kriegst den Hyperdrive. 8 in 1. Na, okay, du hast das auch geschaut, also, also erklär mal. Gesagt, ähm, na, Hyperdrive 8 in 1 ist jetzt das, was wir vorher beim MacBook angesprochen haben. Ähm, einfach äh, klassisches Dock, um USB-C anzuschließen. Du kannst dein, dein iPhone jetzt sozusagen wireless laden und hast diverse Anschlüsse wie ein Card Reader, USB, HDMI und das alles in einem kompakten Formfaktor dabei. Ha, das ist quasi ein Dock oder was? Das ist ein Dock, ja, genau. Alles dabei, Ethernet-Anschluss ähm, und du kannst das Handy oben drauflegen und das wegladen. Äh, ist das dann quasi für Handy oder für Notebook? Du oder, steckst oder, ans äh, Notebook an. An USB Type-C Anschluss. Genau, und dann hast du in recht einfach dabei. Ah, Okay, ja, stimmt. Das ist ein USB, ja. US, äh, quasi ein Hub, ja? Ja, genau, ist wow. also ein Hub. Ähm, Habe ich alle zufällig gesehen, finde ich ganz gut gemacht. Also es gibt. Es gibt eh unzählige solcher Hubs. Ich mein ja, das also habe ich schon gesehen. Ähm, 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 Mir hat einmal mal interessiert für, für die Freundin, weil die hat Notebook und arbeitet auf einem Monitor. Yeah. Yeah. Für einen zweiten Monitor, und gibt es auch so einen Hub yeah. mit zwei Display-Ausgängen zum Beispiel. Yeah. Also, wow, wenn, wenn man sich denkt, wie früher so die Docks ausgeschaut haben. Also, ich habe ja für meine Lenovo Thinkpad ja noch so ein großes Dock. Ja, yeah, ich weiß. ja. Aber da, halt, da habe ich halt noch mehr Anschlüsse. Ja, ja klar. Also, da, ich mein, das, ist, das, das ist natürlich noch eine andere Kategorie. Aber wow, das ist einmal lässiger. Ich mein, das, das hat sogar eingebaute Waage. Nein, das ja, sagt, glaube ich, leider, leider die, nur... die, die Volt an. So, wie, wie viel da drauf es ähm, Das Einzige ist, es gibt es derzeit nur auf Kickstarter. Wie gesagt, bei Kickstarter. Aha, also kommt es wahrscheinlich nicht. Wo, ja, das weiß man nicht. Ich meine, du wärst wahrscheinlich ewig warten und man muss natürlich bei Kickstarter oder bei Crowdfunding jetzt immer darauf hinweisen, du kannst einfach zahlen und nichts kriegen. Das kann bei Kickstarter passieren. Also, ist, das, ja. Das ist, ist, ist mir aber noch nie passiert. Ist mir auch noch nie passiert. Ich meine teilweise, ich warte nur immer auf eine Brieftasche, da wo du dein Geld reinschmeißt und sie sortiert noch von allein <laughs> also, Ich meine, die ist glaube ich seit einem mm. Jahr warte auf die, aber das ja. das sind First World Problems. Ja, das sind Ich meine, aber man hat dafür irgendwann eine richtig schöne Überraschung, weil du irgendwann einen Paket kriegst und da denkst, das ist natürlich schon. Was habe ich da? Und dann ist das drin, und dann sagst du, ah, cool. Also bei Kickstarter ähm, sind schon ein paar Projekte ähm, abgebrochen worden, die ich gefunden habe, aber da habe ich natürlich das Geld dann Das, wenn es abgebrochen das, wird, ja. dann kriegst hinter, aber aber wenn du hinterher so einmal etwas ganz in die Hosen gegangen, da so bin ich vorsichtig eigentlich. Also ja, ich schau schon, aber man kann ja nie wissen. Nein, du das kannst wird nicht wissen. Nicht. Ich sage auch so, ich setze mir meistens bei Kickstarter immer selber ein Limit gesetzt, dass ich sage, 100, 200 Dollar, da ist dann für mich so Schluss, wo ich sage, mhm. mehr gib ihn noch nicht aus. Hyperdrive 119 Dollar. Es ist jetzt die günstigste Variante, genau, was kriegen kannst. Ein Stück, ja. Okay. Genau. Also da ist sogar noch eine im 109, da gibt es sogar noch ein Stück, aber Ach so. wie schon gesagt, weiß man aus sicherheitstechnischen Gründen darauf hin, sicherheitstechnisch, man kann totalen Verlust erleiden. Ja, erleben. bei, bei, bei Crowdfunding-Plattformen kommen. Also das soll der kann mit dem Geld abhauen und du kannst relativ du kannst man kann nicht. relativ wenig tun. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten, das einzuklagen. Das ist bei ein paar Projekten eh passiert ja. worden. Aber wenn der abhaut mit dem Geld, ja, jemand, also nicht der, sondern ja. jemand oder eine Gruppe mit dem Geld dann abhaut und, und das Projekt nicht fortführt, ist es halt so, dass es halt weg sein kann. Aber ja. das ist das ist ein Risikoinvestment. Ja, das ist genau, das ist es. Also das jetzt dann, nicht mit Millionen, so wie es andere machen, aber halt. Na, es soll dann halt klar sein. Ähm, es kann einfach, du kannst nichts kriegen und hast halt den 100 da gezahlt. Das als ja. Beispiel. Das mit dem muss leben. Äh, ja, das ist so das Stock, was ich halt gefunden habe, wo ich mal sage, okay, ist ein netter Ansatz. Und dann ist zweite nennt sich Motorchimp. Also Motorchimp ist so. Ja, ich weiß nicht, schaut aus wie ein Big Feuerzeug mit Radeln und dann Griff drauf. Ja, in groß. Ähm, Is six, mm -hmm. Ist so ein Art E-Moped, was so schnell fährt wie ein Radl. Ähm, und ist ein völlig anderer Ansatz, wie das Ding ausschaut. Also, es ist eigentlich. Es, für mich ist das Ding so abstrus, dass schon wieder geil ist. Ja, also, es es, ist... Also das hat so einen gewissen. Also jetzt wieder der Hinweis, wenn wir jetzt da einen Videostream ja. hätten, könnte man mal ähm, noch verdutzteres Gesicht sehen. Ich musste es jetzt um kurz auf mich wirken lassen, recht bitte weiter. <laughs> ja, also es, ich mein, es ist total auf Retro gemacht. Also du sitzt auch äh, sehr eigens drauf, aber laut dem Video sehr bequem. Es schaut eigentlich aus wie äh, ein äh, gepresste Buch DS50. Als Korpus mit einer kleinen Radl, wie man so so auf die Scheibtruhen drauf hat. Genau. Und mit angepflanschten, verchromten Rohren, die links und rechts außerstehen wie Antennen. Genau, ja, das sind die Spiegel. Das sind die Spiegel und das Lenkradl. Genau, also du kannst ja nachher, einen, ähm, Wert über Strom betrieben, also es ist eine Batterie drin und du kannst dann sozusagen da dahin fahren. Hat da Licht, Blinker, ist alles drin? Ja, ja, das muss man ja erst haben oder muss man... Ähm, weil es, ich meine, ich glaube, es ist in Europa derzeit nicht verfügbar, das Ding. Und ich weiß auch nicht, was es kostet. Ich finde es, ich habe es ja generell sehr lustige Sache gefunden. Es ist halt ein interessantes Konzept, wie man ähm, Geräte äh, oder, oder Maschinen, die seit Jahren eigentlich in un unveränderter Form gibt. Ja. Äh, bissl revolutioniert oder oder evolutioniert ja. zumindest, also beim Design, weil was man vorstellen kann: Das Gerät wird auf minimalen Energieverbrauch getrimmt sein. Ja, klar, ja. Antrieb: Ja, man hat es man im Video mit mit LED-Linker, ja. LED-Lichter und alles so reduziert genau. wie möglich. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das naja, windschnittig ist es nicht. So <laughs> es ausschaut. Ja, na. Schau, ich meine, es wird wurscht sein bei der Dinge ah, Ja, es ist wird da nicht so schnell sein, aber es ist etwas, ähm, wo man was Bestehendes, äh, eigentlich geht es ein bisschen für mich so wie in Richtung, oder so wie es Tesla eigentlich gemacht hat. Genau. Bestehendes ist, Konzept ja. hernehmen und, und ändern oder verbessern. Also ich, ich weiß ja nicht, ich glaube, wenn ich mir jetzt, ich mein Video bitte anschauen und nicht drauf festnehmen, ich glaube, es kostet 1500 Dollar oder sowas. Mhm. Ähm, also bei dem Ding, wenn das in Europa ist, das war wahrscheinlich bei mir so ein kleiner Kauf, was ich mir wirklich überlegen würde. Also vor allem für die Stadt, Ja. genial. Ja. Ähm, ich ich würde sogar sagen, auch bei mir am im, 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 ja gut, wir sennillieren liens. das ist auch Land. Aber bei mir... Stadtland, Land. Ich, Stadt, <laughs> Ja, Stadt. Aber bei, 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 auch, auch bei uns in in, Möldöl, in den Bergen oder sowas, das wäre eigentlich das perfekte Gerät, um auf ins Geschäft fahren, was holen, oder... Naja, eigentlich sollte man ja zu Fuß gehen, ist gesünder, aber... Ja, aber das ist halt... Da machst du nebenbei... Es hat so eine gewisse lächerliche Coolness. Ja, aber ich würde jetzt ehrlich sagen, man sollte sich... Naja... Ich glaube, man sollte sich im Möltal mit so nicht auf die Straßen trauen. Gerade im sollte solltest du mit denen auf die Straßen trauen. Ja, wenn du Probleme haben willst oder Gelächter oder. Ja, oder das war ja genau das, was du damit erzeugen willst. Na, Das ist ja das, was es eigentlich. Nein, das ist jetzt natürlich ein, ein Vorurteil meinen Mülltoller Freunden gegenüber. Na, aber. <laughs> ich finde, da ist lächerlich aus. Aber es ist genau der Punkt, das überschreitet diese Grenze, dass es schon wieder in den Coolness-Faktor reingeht. Na, <laughs> <laughs> na, wirklich nicht. Also ich finde, das hat, das, das ist, schaut es aus. Das ist so genau mein Niveau, wo ich sage, das passt zu mir. Na, mit dem kann ich mich identifizieren. Na, das, das, das. Oh mein Gott, das schaut, <laughs> das ist, ich finde es grandios. <laughs> Ja, <laughs> aber ich glaube, das Ding hat genau eine Sache. Entweder dir gefällt es oder dir gefällt es nicht. Da gibt es nichts dazwischen. Na, das, das, das ist ja, das ist genau sowas. Es, ja. man, man kann nicht drüber diskutieren. Nein. Entweder es, es, es hüpft dir auf den ersten Blick ja, und, du sagst, nein. Und du sagst, ich will haben, ja. aber oder, oder du sagst, oh mein Gott, da das. <laughs> ich sehe gerade ein Bild, das schaut aus wie ein Radiergummi mit Radeln. <laughs> nein, okay. es, es erinnert mich irgendwie an. An dem Bruder von Tom Turbo, der ein bisschen. ja. <laughs> äh, nein, nein, jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, ähm, politisch <laughs> unglaublich <unverrechtlich lacht> oder nein, sowas. Es schaut gut irgendwie aus wie der kleine Bruder von Tim Turbo, der halt beim Waschen eingegangen ist. Ach so much. okay. Ja. So in etwa und ja, durch den Schleudergang halt ein paar Blessuren davon getragen hat. So würde ich es beschreiben, aber es hat was. Ja, <laughs> du, bist, du bist noch <laughs> sprachlos. Ich, ich, ich bin noch sprachlos. Also ich warte auf die Revision 2, die was ausschaut, wie ein Gefährt oder sowas. Ich glaube, die Revision 2 wird einfach sein, dass es. Na, da wird keine Revision geben, das Nein. muss so bleiben. Das ist das ist wie ein Klassiker, das ist wie ein Buch Maxi. Ein Buch Maxi muss ausschauen wie ein Buch Maxi. Ja. Okay. <laughs> du bist begeistert. Na, ja, ich bin begeistert, wie man sich designmäßig... Ja, es ist halt aufs, aufs Minimum. Es ist es ist, da hat spielt halt Design. Da, das ist wirklich Design für äh, äh, wie, wie wie sagt man? Also funktionales Design ist das. Ja, das ist reines funktionales Design. Und finde ich normalerweise auch in Ordnung. Aber es ist schier. Nein. <laughs> Nein, es geht. Wie schon gesagt, ich bin mal gespannt, ob manche Leute. Ich man mein, wir haben ganze zehn Leute, ich man. Mein die das Feedback wird sich in Grenzen halten, aber ja. Ja, schaut euch, ist wie. Ja, an unbedingt. Und, uh, also, das ist das Teilt Das ich. vielleicht mit Verweis auf unsere Sendung oder so. Ja. <lacht> aber. <lacht> ja. Äh, nächstes Thema. Und zwar haben wir noch eine Kategorie eingeführt: ähm, Das Bu der Woche. Buu. Mm, yeah, also, jetzt nichts mit Geistern, sondern mit ähm, unfairen Verhalten. Da ähm, so werden wir wahrscheinlich nicht immer was finden, aber diesmal habe ich was äh, recht Interessantes ähm, von Helpo F.A.T., also Konsumenten, Konsumenteninformation oder Konsumentenschutz. Mhm. Ähm, voll von einem Kunden von drei, vom Handyprovider, der ein Defekt, äh, was hat der Kopf? Ah, iPhone 6S, wo sie das Ah iPhone 6S glaube ich, ja. Ähm, das war ein Defekt. Ähm, und drei, er hat es mit dem Mobilvertrag gekriegt. Ähm, und drei hat immer aber den handy verweigert. Er hat das Handy an zuvor schon selber an, an McShark geschickt. Also McShark hat äh, großer, also großer äh, Apple-Vertrieb in Österreich und Deutschland. Gibt es Mc McShark außerhalb Österreichs und Deutschland da? Ich habe keine Ahnung. Schweiz, ich kenne es gleich in Österreich. Also. Ähm, und die haben kulanterweise das Handy kontrolliert und, und geschaut und wollten es reparieren und haben irgendeine Komponente oder sowas ausgetauscht. Ähm und es hat aber trotzdem nichts genutzt. Das Problem war, der, der Lautsprecher ist immer wieder ausgefallen und Mac Shark hat nachher das Handy noch, mal, noch einmal kontrolliert und hat, hat nachher festgestellt, das ist scheinbar ein Serienproduktionsfehler. Beziehungsweise ein Fehler, der häufiger auftritt. Das kennt man ja. Äh, ist, äh, nur weil ein Handy 2017 verkauft wird, ist nicht immer 100% die gleiche Hardware drin wie 2016. Teile, Klone, Komponenten und so weiter werden ausgetauscht, je nach Preis und Verfügbarkeit. Und da hat es wohl ein Problem mit dem, mit dem, äh, mit dem äh, Lautsprecher gegeben. Und McShark hat festgestellt, ja, das Teil ist halt einfach unterliegt äh, einem Serienfehler und ist eigentlich defekt. Äh, mit dem Gutachten quasi von mhm. McShark, von denen man eigentlich nie was Negatives hört, die, machen, die arbeiten ja eigentlich recht gut für einen Apple-Händler. Äh, <laughs> die, die machen ja ganz gute Arbeit. Äh, mit dem Gutachten ist der Kunde dann zu drei Gang hat gesagt: Ne, Leitl, das ist ein Serienfehler. Ihr müsst mir jetzt bitte schon das Handy austauschen, weil es ist zwar jetzt außerhalb der Gewährleistung. In den ersten sechs Monaten muss man ja nicht beweisen, dass ein Serienfehler vorliegt. Da, da wird es ja so getauscht. Man muss nur ja. sagen: Ist halt so. Es müsste der Händler beweisen, dass der Händler das, beweisen, dass, dass, das dass der Fehler beim Kauf schon vorhanden war. Genau, und nach sechs Monaten gilt Beweislast so. ja. Monate die Beweislastumkehr. Genau, ja. Da muss man als Kunde. Ähm, den Beweis erbringen, dass das Gerät schon beim Kauf defekt war. Und das hat der Kunde gemacht mit dem Gutachten von McShark. Und drei hat den Umtausch verweigert. Mit der Begründung, na, sie können kein Gutachten von einem unabhängigen Gutachter annehmen. Ja. Also drei nimmt nur Gutachten von abhängigen Gutachtern entgegen. Von drei. Von eigenen Drei ja. Ist halt echt ein fieses äh, Geschäftsgebaren. Ja, das so ist, was macht man nicht. Aber es ist eigentlich das ist bekannt. Aber, das ist aber bei jedem Ding, wenn du irgendeinen Garantiefall oder irgendwas haben willst, es ist immer nur, du musst immer, du musst einfach so lang lästig sein, bis sie irgendwann, aber das ist mir vor, das ist teilweise mittlerweile Absicht. Nein, es Na, ist Absicht ja. und, 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 und ich glaube, ähm, du kannst so lästig sein, wie du willst, es interessiert keinen. Nein, du musst. Du, du, du läufst so Schleifen ab einfach. Ja. Und irgendwann gibt eigentlich jeder Mensch auf, weil du sagst, du wärst einfach müde. Ich, är ich, ich ärger mich nicht mehr. Ja, vor allem, halt weil so. es ist ja teilweise, es geht teilweise ja wirklich leicht so um so Sachen wie das Headset, was dabei war oder irgendwas. Und ja. da, da gibst du irgendwann einfach auf, weil du sagst, es geht um 20 bis 50 Euro und genau. irgendwann sagst du. Hey, ich hänge da sicher nicht mehr acht Stunden in der Service-Schleife bei Enk. Und da das ist ja genau der, das, was so, das, was zu kritisieren ist. Weil hat, du aber, sagst, Headset ja. ist ja oft so, dass man, dass die Händler oder die äh, Reparaturwerkstätten ja das komplette Originalzubehör verlangen. Ja. Und wenn du das Handy einschickst, das ist mit einem offensichtlichen Display-Problem, aber du vergessen hast, Ladekabel und Headset beizulegen, dass die den Austausch oder die Reparatur verweigern. Ist auch schon fuck. Ja, ja, das ist. Ähm, also, sie haben da ganz, ganz dubiose Geschichten. Also, also ich habe vor zehn Jahren mit meinem ersten Smartphone, das ist das berüchtigte Windows, äh, nein, Windows, äh, ja, Windows Mobile. Windows Mobile, oh Gott, ich es schon verdrängt. Yeah, jetzt das, wieder. Äh, Sony Ericsson Xperia yeah. X1 oder sowas. Das habe ich ein Jahr gehabt. Und dann hat die Tastatur nicht mehr funktioniert. Das hatte ja noch die coole, aus, ausschiebbare yeah. Tastatur gehabt. Das war für mich damals so ein Konzept, wo ich mir gedacht habe, wow! Äh, haben wir hab damals beim Kauf nicht gedacht, dass mir Windows Mobile da einen Strich durch die Rechnung machen wird? Ist egal. Die Tastatur hat noch an teilweise nicht mehr funktioniert. Und ich habe das auch eingeschickt an, an, an damals, den, also zuerst mit A1 Kontakt aufgenommen, weil es war Vertragshandy yeah. und dann an, den an die Reparaturwerkstätte geschickt. Die haben das kontrolliert, haben gesagt: Ja, jetzt muss ich 30 Euro zahlen. Sie können es interpretieren. Ähm, <laughs> das ist quasi die Pauschale, dass sie es sich angeschaut haben. Sie schicken es mal wieder hinter. Oder ich soll nochmal 5 Euro zahlen oder sowas, noch verschrotten sie also, ah. sie haben quasi vor die Wahl gestellt, entweder zahle ich und sie schicken es ja. hinter oder ich zahle was und sie zerstören es. Ja. Ähm, mit der Begründung, es war Wasserschaden. Ja, das ist ja der. Das ist die Be Lieblingsbegründung. Ja, klar, weil da sind immer diese kleinen Sensoren drin, die ja selbst beim, beim etwas hoher Luftfeuchtigkeit ausschlagen. Das sind, genau. das sind jetzt keine digitalen Sensoren nein, oder nein, sowas. Nein, das das sind so. Ähm, äh, kleine Klebepads yeah. mit einer Chemikalie drauf, yeah. die sich verfährt bei hohen Wasserstoff-Eintritt. Äh, bei Wasserstoff, yeah. Eintritt, äh, bei Wasserstoff ja, Wasser Eintritt, ja genau. das auch Wasserstoff, genau, yeah. Bei Wasser-Eintritt. Yeah. Äh, für mich war das damals eine Katastrophe. Ja, weil ja, das das, der Handy war verdammt teuer. Ja? Ja, ja, der Tarif war verdammt teuer ja? und sie wollten es nicht reparieren. Ja, ja, das ist nice. Und für mich war damals absolut klar, das war auf keinen Fall irgendwie in hoher Luftfeuchtigkeit ja. im Wasser. Ich nehme ja sowas nicht mit in die Sauna. Nein, eh, das ist. Ähm, ich ich telefoniere nicht einmal im Regen für das, das im strömenden ein, Regen mit meinem Handy. Ich soll das, wohl, dass die unfällig sind. Ich früher. meine, ich bin ja jetzt froh, dass jetzt immer mehr Hersteller, wenn ich es angefangen das Spritzstaub äh, geschützt zu machen und teilweise wasserdicht. Wie argumentieren dann die Reparaturwerkstätten? Das weiß ich eben nicht. Sagen die dann auch, äh, äh, bla, ähm, Wasser ja, eintritt. Das geht ja dann eigentlich gar nicht mehr, weil ich meine, außer du lässt eine Stunde im Ja, damit muss ich es ins Swimmingpool bei zwei Metern oben fallen lassen. Okay, nachher, wenn es da eine Stunde drin lass, ja, nachher wird es wohl in Geist aufgeben. Also boah, ich bin da so gespannt. Äh, es gibt ja in Österreich hast Firma, die heißt Mobile Touch, die äh, ist ja für die Reparaturen, glaube ich, in, so ziemlich für alle Provider und auch für Amazon zuständig. Meine Schwester hat da vor einigen Wochen eine Bekanntschaft mit ihnen ja. gemacht. Ähm, man braucht sich einmal die Bewertungen zu, zu dem Unternehmen durchlesen, ja. dann weiß man eh, woran man ist. Okay, nein, ich, ich, ich kenne die nicht. Ich habe immer das Glück bis jetzt gehabt, dass ich ähm, nie sowas gebraucht habe bis jetzt. Ähm, ich hoffe, dass es weiter so bleibt, aber ja, ich, diese, Reparat diese Reparaturgeschichten und Servicegeschichten, die sind teilweise äh, ja, sehr schwierig. Ähm, man muss in dem Fall einen von den großen Bösen wieder loben, ja. ähm, nämlich Amazon. Ja, bei denen habe ich bis jetzt bei der Abwicklung bei einem technischen Defekt auch einmal sogar, wo das Handy halb Jahre alt war, kein Problem das, gehabt. Das stimmt, also ich habe einmal, ähm, hab einmal einen Geschirrspüler bestellt und der war in der hinten, in der hinteren rechten Ecke, die du nicht siehst, hat er eine Delle gehabt. Mhm. Ich habe so ein Foto geschickt, habe seiner so gesagt, ich will jetzt keine neue Maschine haben, aber ich hätte gerne einen Preis nachlassen. Ich habe sofort drauf, sie haben gesagt, Bargeld oder Gutschein. Habe ich gesagt, mir reicht der Gutschein, aber ich sofort einen Gutschein gehabt. Mm. Also, das muss man sagen: Service-technisch sein, die noch. Ja, die sind eigentlich ganz gut, da kann ich echt nicht klagen. Also, ja, also ich habe damals mit meinem Nexus 5, wo, ja. wo, wo, wo äh, noch, noch 13 oder 14 oder 15 Monate ein technisches also, Problem gegeben hat, haben sie mir das partout. Ich habe das gar nicht mehr einstücken mir, oder irgendwas, die haben mir einfach einen Kaufpreis erlassen. Ja. Also ich habe das komplette Geld wieder hinterkriegt ja. und habe mir einfach noch einmal ein neues Gerät gekauft. Mm. Bei meiner Schwester jetzt vor kurzem ist es ähnlich gewesen, jetzt ja. Nexus 5X ja. gehabt. Äh, auf einmal funktioniert das Display nicht mehr und das Handy ja. ist in einem Bootloop. Es ja. hat immer wieder immer wieder neu ja. gestartet. Kurze Recherche äh, ist so ein Serienfehler. Ja, ja, okay. Natürlich. Kim scheint so, äh, scheinbar öfter vor ja. Bootloop, weil äh, da gibt es ein Problem, dass ein kleiner, äh, ein kleiner Chip auf der Platine schlecht verlötet ist ja. und nach einer gewissen Zeit kann es sein, dass der einfach abfällt. Ja. Und dann, äh, beziehungsweise, oder eine Lötstelle, die bricht, irgendwas yeah. von Baden. Und dann funktioniert das Gerät nicht mehr. Yeah. Kurze Recherche, Serienfehler, äh, Mobile Touch hat das verweigert, äh, weil, keine Ahnung, das ist kein Serienfehler, ich weiß jetzt gar nicht, wie es genau war, jedenfalls hat Amazon, ma, meine Schwester, zuerst an Mobile Touch verwiesen, sie hat das Handy eingeschickt, hat dafür gezahlt, von Sand gezahlt, hat, als sie das Handy zurückgekriegt hat, von DPD, yeah. noch einmal 15 Euro oder sowas gezahlt. Äh, für ein Paket mit 200 Gramm. Und dann hat sie aber von Amazon das Geld erstattet gekriegt. ja Also Amazon macht und das jetzt wirklich außerhalb der sechs Monat oder zwölf Monat, also das Handy ist Handy schon älter. Ja. Sowas, ja, das ist halt ja, da kann man, da kann man wirklich nicht klagen. So macht man es ja richtig. Ähm, die, 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 die Provider, denen ist es ja eigentlich ziemlich wurscht, man hat einen Kunden, einen Kunden ja sowieso mit Vertrag gebunden. Ob der jetzt ein funktionierendes Handy hat oder nicht, diese wurscht weil sie kriegen ja sowieso monatlich so einen Obolus. Ja, ja, klar, sowieso. Also ist es ja egal. Das ja, ist der Klassiker. Das ist der Klassiker. Äh, genug äh, geschumpfen über äh, Handyreparaturen und Buß. Wir sind beim letzten Kapitel, bei den Spaßpics. Äh, ich habt da noch eine Kleinigkeit, äh, man muss sich's anschauen. Es ist ein YouTube-Video, es ist sehr bizarr. Äh, The Root ist so also eine Techno-Gruppe, Rave-Techno-Gruppe aus 90er, ich schätze mal 90er, also in meiner Jugend. Und da hat es damals den Klassiker gegeben, Sandstorm von der Root. Und ja. äh, ein Findiger Musik, äh, Musiker hat sich, hat sich gedacht, ja, warum? Covert man das Lied nicht einfach? Und naja, covert es nicht einfach so nicht mit Schlagzeug oder E-Gitarre oder äh, MIDI-Interface oder am ähm, Laptop einfach neu mixen na er covert es auf einer Erdäpfel ja Kartoffel nenn wir sagen wir ja nennen wir es Kartoffel also <laughs> Erdäpfel ja Kartoffel. Erd Erdapfel Erd oder ja. Kartoffel für unsere deutschsprachigen Zuhörer oder bei Herr der Ringe Düften ja oder so, <laughs> Dass das <auch> so ist. <laughs> ähm, er hat sich eine Kartoffel geschnitzt ja. Und hat dann zu spielen begonnen. Ja, das habe ich mir angeschaut, irgendwann drauf auch noch was gehabt, das habe ich nämlich im gleichen Ding gesehen. Das ist, ähm, das ist sozusagen so Intro-Melodien, oder zum Beispiel das von der Cantina-Band von Star Wars anhand von. Du, 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 du. Genau, anhand von Mathe-Formeln. Also es heißt, mit dem Bleistift wird so eine Mathe-Formel geschrieben, dass es den Sound ergibt. Yeah. Wer sagt Mathe macht keinen Spaß? Ja, eben schon. Da sind wir wieder dabei. Ähm, und dann noch ein Klassiker, ich weiß nicht, wie spricht man denn aus, Tommy Wiesau oder Tommy Wieso, der The Room gemacht hat, diese legendäre Serie, die so schlecht ist, dass sie zum Klassiker geworden ist. Echt? Ist sie zum Klassiker geworden? Kennt, ich glaube, es ist so gibt ein Film jetzt sogar drüber. Also ähm, du musst da mit Ton anhören, so springst du einfach ah, okay. und der, und du schaust da vielleicht noch ein paar Klassiker von The Room an, dann mhm. weißt du wie die Schauspielleistung ist. Also, das ist, ähm, das ist so zusammengeschnitten, also das Leih noch für zwischendurch. Yeah. Und ähm, dann habe ich noch ein kleines, das war eigentlich, nachdem wir den ersten Podcast geteilt haben, hat der, äh, ich sage jetzt einfach ein Joe, guter, ein guter ein, 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 Freund, ich sage einfach Joe, hat ähm, sozusagen dann drunter geschrieben, wenn ihr da über Technikthemen redet, könnt ihr mir gleich erklären, was ein Podcast ist. Also das habe ich, das habe ich sehr unterhalten, das ist das Kommentar der Woche definitiv gewesen. Ja, das ist, ja, äh, ist, die Frage ist legitim. Ja, na eh, es ich ich aber hab's gut gefunden. Äh, jedes Mal, also damals beim in meiner ersten Podcaster Zeit, wo, wo ich ein paar kleine Sendungen und äh, Aufnahmen gemacht habe, und ich gesagt habe, ja, ich mache Podcast, äh, bin ja öfters äh, angesprochen, ja, was? 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 Äh, Podcast? Ja, es war es natürlich nicht jeder. Ja. Nein, aber ich habe es gut gefallen. Es hat, mir, es hat mich zum Lachen gebracht. Podcasts sind Audiodateien oder Videodateien, ja. die man sich overladen kann zum Zeit souveränen Nachhören. Genau, das ist ganz. Es ist eigentlich das, was Netflix jetzt macht, nur mit Radio genau ja meistens, oder, ist, meistens ist Audio oder, oder es, Audio, ja. es wird teilweise ich, ich habe es gesehen auf YouTube sind viele ähm, was sich neben dazu noch aufnehmen mhm. einfach genau. damit man die Radiosendung verfolgen kann genau, ja. aber ja, ähm, ist nicht einmal unbedingt nötig Podcasts also. gibt es schon ewig das ja, hat schon eine, mit schon, iPod angefangen einfach na es hat schon vorher hat gegeben, es schon vorher gegeben. Ähm, ö1 zum Beispiel hat zum Beispiel ähm, schon vor 10 15 Jahren so Sendungen ähm, Reportagen kurze yeah. Snippets fünf Minuten ähm, für Ö1 clubmitglieder ähm, okay. und ich glaube damals sogar ein paar für Nichtmitglieder zum Download zur Verfügung gestellt. Ja. Das heißt, man hat sich zum Beispiel das, jetzt nicht das Mittagsjournal, aber so eine Sendung wie Ö1 Matrix oder Rudi, äh, rudi Radiohund und ja. so hat man sich dann aber laden anhören. Ah, können. Okay, ja. Das war noch, äh, bevor das angefangen hat, so zu hypen ja. wie jetzt die letzten Jahre. Äh, wo jetzt iTunes und die ganzen Pocket ja. äh, Podcast-Clients und so weiter aus dem Boden geschossen sind, die ganzen Podcasts vor allem aus dem Boden ja. geschossen sind. Wir sind ja eigentlich auch nur viel zu spät dran. Ja, wir, wir holen das Feld von hinten ja wir, wir, wir rahmen von hinten ja. auf, ja. Ähm, ja, das hat es schon immer gegeben. Und dann, äh, was hat schon immer, aber halt schon lang geben, dass, dass Leute einfach in ein Mikrofon gesprochen haben. Wir sind jetzt da in dem Sinne einfach nur Nachhelfer, ja, nein, nicht nachhelfer, <laughs> aber wir, wir, wir machen die, die. Wir sind Anhänger vom Genre der häufigsten Form des ja. Podcasts. Wir haben einen Lava-Podcast. Wir reden auf ja. ein bisschen was hin und wieder oder nicht nur hin und wieder. Bei uns fallen wenigstens zumindest ein paar interessante Themen aus. Oft einige reden einfach nur über irgendwas. Ist auch okay. Und was ich halt empfehlen kann, sind extrem viele wissenschafts -Podcasts. Da gibt es nämlich ein paar wirklich Qualitativ hochwertige, wo nicht einmal mehr der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der eigentlich den Bildungsauftrag ja. hätte, nachkämpft. Also ähm, Raumzeit-Podcast äh, vom Team Britlove. Dann ja, steht, der, der öffentlich-rechtliche ist damit beschäftigt, Sportsendungen zu übertragen. Ja, ja, ja. Ja, es gibt ja Ö1 auch noch, die haben ja hin und wieder noch ja, interessante Sachen. Ja, ja, nein, es hat, äh, ich mein, es hat sogar der ORF hin und wieder gute Sachen. Das ist ja nicht, dass er es nicht hat. Leihes like läuft halt zu einer Sendezeit, wo es ja. keiner schauen wird. Einfach. Ist natürlich auch das Problem. Ja. Ähm, Wissenschafts-Podcast wie Raumzeit, dann gibt es zwar Oberphysiker-Nerds, die methodisch inkorrekt ja. machen, dann gibt es den Holger Klein, der mittlerweile schon 800-900 alle möglichen Folgen gemacht hat zu Wissenschaft, Gesellschaftsthemen. Ja. Ähm, einfach nur Spaß und bla 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 ja. Unterhaltung. Es dann gibt es Binärgewitter, ist ein Linux oder und Geek Podcast, ja. Radio Tux als Linux-Podcast. Also das sind jetzt so meine favorites natürlich, weil ich auch extrem viel Podcasts. Äh, also da, es gibt für jeden was. Ähm, für Fußballbegeisterte gibt es Fußball Podcasts, sogar in Österreich. Ja, ja glaube ich <laughs> sofort. Also das ist äh, es gibt in Deutschland Fußballpodcasts, es gibt auch Motorsport Podcasts, es gibt Beauty Podcasts. Podcast. <laughs> wie funktioniert ein Beauty-Podcast? Naja, nee, in Audioform, das stelle ich mir lustig vor. Ja, okay, nachher nehmen wir es halt Videocast. So, keine Ahnung, ja. ich, ich, nutze, ich verwende sowas nicht. Aber es gibt Podcasts wie Sand am Meer mittlerweile. Ja, ja, und wir sind es. halt nur ein Sandkörnchen am großen Strand der podcast Podcastwelt. Ja, und wahrscheinlich noch ein ziemlich kleines. Das, was unter einer Muschel liegt und wo gerade jemand draufsteht und. Ja, und da wir nicht so klar sein wollen, teilt den Podcast, empfehlt uns weiter, macht's. Ah, oh, das, so, das war jetzt so mitleidsbedürftig, ja. dass so sagt, das muss geteilt werden. Das, war, das hätten wir ja gar nicht nötig gehabt. Doch, wir haben das nötig. Also, macht's <laughs> Werbung, teilt es weiter, ähm, schenkt uns eure Kont Kommentare, online <laughs> Schenkt uns eure Kontaktdaten. <laughs> das ist uns wichtig. Na. Ja, ja Kontaktdaten. Ähm, für die ganzen, für die Groupies da draußen, ich habe auch Freunden, also kein Interesse. Und... Na, 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 okay, das müssen wir schneiden. <lacht> 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 nein, wir haben wir nicht gesagt, wir schneiden nichts. Mm. Das, 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 das ist unsere Sendung, wir schneiden nichts. Na eigentlich hat die Sendung sechs Stunden gedauert und das, was wir jetzt in zwei Stunden gebracht haben, ist die geschnittene Version. Psh, das weiß ja keiner. Ich ja, habe jetzt hab sowieso schon gesagt. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt, jetzt können wir das nicht mehr beantworten. Jetzt haben wir Soll verloren. Ich das jetzt schneiden? Na, wir jetzt haben gesagt, wir schneiden nicht. Also muss so. ich drin lassen. Ja. Jetzt kennt sich keiner mehr. Also Nein, jetzt, ist, Nein. jetzt sind wir in einer Zeitschleife gefangen. Jetzt ist vorbei. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich glaube, wir haben Die, die Lesepics haben wir noch Ah gesagt. ja, wir haben noch die Lesepics. Ja, das ist ähm, das Wichtigste. Das, das ist der Bildungsauftrag von unserer Sendung. Ah ja, das ist der nächste Bildungsauftrag. Okay, äh, Lesepics, stimmt. Ähm, alljährlich findet in Hamburg und hier, äh, letztes Jahr in Leipzig... Äh, und wahrscheinlich auf längere Sicht hin auch noch in Leipzig, der Chaos Communication Kongress vom CCC statt. Ja, der CCC, einer der, ja, wahrscheinlich mit einer der, der wichtigsten ähm, Nerd, Hacker, gesellschaftskritischen Internetvereine. Ja, man, Hacker, Bastler, schlaue Leute, schlaue Sachen sagen, da findet man alles und vom 34 C3, also vom Kongress, der Ende des Jahres in Leipzig stattgefunden hat, gibt es ein sehr schönes Archiv auf media.ccc.de. Da kann man sich so ziemlich alle Talks und Veranstaltungen anhören, äh, nachhören, anschauen. Empfiehlt sich auf alle Fälle Technikinteressierten und Sicherheitstechnikinteressierten und alle, die sich für gesellschaftliche Entwicklungen interessieren und so weiter und so fort, empfiehlt sich das unbedingt anzuschauen. Und zwar nicht nur das Archiv vom 34C3, sondern allgemeingültig sind immer noch die Sachen vom 33C3, 32C3 und weiter hinten. Also da gibt es so viel zum Schauen, Stunden um Stunden an Material. Da kann man, ja, also schaut euch das an, extrem viel schlaue Menschen, die schlaue Sachen sagen. Also nicht so wie unser podcast vielleicht sind wir ja auch mal auf dem chaos communication kongress ich war ja von 33 c3 und war ja seitdem ja komplett verliebt ja ja natürlich so gesehen komplett du bist jetzt vergeist, begeistert gewesen komplett vergeistet. Verge begeistert, <laughs> vergeistert. begeistert vergeistert ist ein schönes wort ja okay das <laughs> <gefällt mir>. vergeistert <laughs> ähm, ja und ich habe jetzt einfach da ich, ich habe eigentlich so viel Bücher -Vorschläge, das wie man das kennt, wahrscheinlich eh, oder? Fleisch ist mein Gemüse von Hein Strunk. Ja. Finde ich, ich, find ich super. Ist das Hörbuch fast besser, weil das mit seiner Stimme spricht? Es war der Film auch schon nicht schlecht. Den habe ich noch nicht gesehen. Nee, also, nicht gesehen. Nein, ich, ich habe das Hörbuch gehört und denke ich mir, brauche ich einen Film überhaupt? Mhm. Ich habe das Hörbuch nicht gekocht. Also ich okay, nein, ich finde, kenne nur einen Film. Er hat nämlich so diesen, diesen charmanten Hamburger Dialekt einfach. Oder ja. das ist Heinz Strunk braucht man nicht reden. Nein, ey, äh, das ist grandioser Künstler, die, ja. Sänger, Autor, Verlust, Sprecher. Seine Geschichte ist einfach super. Also, ja. also, weil er ist halt erst relativ spät zu diesem Status gekommen, wo er wahrscheinlich jetzt ist. Wirklich? Ja, das sagt glaube ich, sogar. Also er war. Äh, ja, äh, er hat sich halt lang so als irgendwie so mit wenig Geld durchs Leben geschlagen. Er ja, war Musiker. Ich meine, Musiker, ich ja. spoilere meistens nicht das Buch, aber. Ja, man, man, man sitzt im, äh, im Film ja. oder Herz im Hörspiel ja, ja. eh, das ja, stimmt. Also, ja. es, ist halt, es ist sehr interessant, wie er sich da, ähm, wo er da hinkommen ist, wo er dann jetzt ist. Also. Ja. Gut, wobei ja. er mit, äh, wie hat die Radiosendung Kasten, die sie damals gehabt haben? Salon äh, Helga oder Studio Braun? Oder Studio Braun, ja, Braun. ja genau. Äh, Studio Braun war, ist ja auch schon ewig lang her und da war er ja schon. Ja, gut, war er da immer noch wahrscheinlich so der Kleinkünstler mit wenig Geld, oder? Ich weiß nicht, am Anfang wurde er da schon. Am Anfang größer. sicherlich. Also ich kann weiß nicht, ich, mein, ich weiß nicht, wie das eingeschlagen ist sofort. Ah, das Studio ich. Braun ähm, ist, glaube ich, noch eine Empfehlung. Sollte man sich auch mal ein paar Sachen ja, sagen. Also ist bizarr. Ah. Da uns da Daniele ja mit, mit Salon, Salon Helga kennen, weil er das drunter geschrieben hat mit dem Salon Helga. Ich mein, ja, Helga ja, Götter, wir, Nein, das sind wir noch weit davon entfernt. <laughs> ich meine, wird es halt schwer werden, ich mein, mit Technik <laughs> zu Salon Helga zu kommen, oder das Ding ist ein bisschen <laughs> weit. Oh, wir schlagen immer weitere Themenbrücken. Wir kämen ja von an zum DLC zum Schulsystem. Also. Ja, das wir schaffen alles. Und <laughs> ich, ich glaube, ich bin sicher der bessere Kabarettist als Stermann und Chrisman. Na, bin ich nicht. Ja, was nicht? Was nicht ist, können werden? Wir haben die zwei Stunden jetzt fast voll. Uh, wir sind unter zwei Stunden. <laughs> Na, äh, weil, weil der Lambert hat sich ja beschwert, dass er zwei Stunden dauert. Weshalb wir sind jetzt unter zwei Stunden. Das sollte man jetzt noch reden. Also, müssen die ersten 30 Sekunden muss ich auch noch weg, äh, weg, wegschneiden. Also, müssen wir jetzt quasi noch eine Minute irgendwas Belangloses reden. Nein, das ist doch mal nicht. Nein, nein, nicht. Wie gesagt. Also, ähm, wir sollten vielleicht noch, weil der Lambert sozusagen für uns ja ein bisschen Werbung gemacht hat. Vielleicht, hat ich glaube, ja, oder ich weiß es nicht. Oder er hat halt irgendwas drunter geschrieben. Ich weiß aber nicht. Er kann es sich leisten ja. als großer YouTube. Ja, wir sollten vielleicht ein paar seiner besten YouTube-Videos einmal drunter verlinken, damit es dabei ist. Der hat schon genug Klicks. Ja. Ich finde, der hat schon genug <laughs> Aufmerksamkeit. Aufmerk also, der Lambert ist eigentlich der Influencer, folgt man dann also ist, Das ist die moderne Form des Influencers. Der ist unser Influencer. Ja. Also, der ist generell ein Influencer. Ja. Also, hm. na, wir werden seine Videos natürlich verlinken. Ja. Ähm, hat ein bisschen was Heinz Strunkeskes, finde äh, äh, ja, äh, ich. Oder Radio. Ja, er hat, so. Salon, Helga, so. Er ist eigentlich, er ist für mich so dieser, eigentlich Keratiner Fernsehsendung. Ja. Ne? Ich glaube, er hätte er wirklich Talent dafür. Er also balanciert auf einer ganz schmalen Linie zwischen Genie und Wahnsinn in meinen Augen. Ja, nein, es ist, ähm, er hat wirklich ein gewisses Talent für das. Also und man ich muss hoffe, dass der bald einmal eine Fernsehsendung. Kriegt. Ja, ich würde es gönnen. Also, das war, ähm, er hat. Er ist allein, er passt auf, es passt die ganze Statur zu den anderen, es passt alles perfekt zusammen. Es ist einfach, es ist traumhaft von denen Der österreichische Volker Bispers, oder? Er ist, ja, er, er ist vieles. Also er ist wie so die alten Showmaster, wie man das früher. Die, er kann so, er kann alles. Er singt ein bisschen, er ist... Er, ist Thomas Gottschalk, Harald Schmidt, Volker Bispers und Rudi Carell in einer Personalunion. Ja? In einer Person vereint. Ja, also, na, er, ähm, er hat in letzter Zeit viel mit Movizu gemacht oder wie die Software kassen hat, mit der Animationsding. Ja. Ähm, wie schon gesagt, sein Krampus ist generell herrlich. Krampus äh, ist genial. Pflichtprogramm jedes Jahr zur Krampuszeit, beziehungsweise Glaube äh, auf, beziehungsweise Badler, beziehungsweise Berchten. Berchten. Äh, ja, also, ja, wir müssen ihn verlinken. Das es nutzt es sich. Das, wie schon gesagt, also das sage ich ja. <laughs> er wird sich sicher freuen. also ich kann mir das falsch denken. Na, ich, mir fällt gerade auf, ich habe seit einer halben Stunde keine Notizen mehr geschrieben. Oh, yeah. Eieiei. Lambert verlinken ist die. Lambert verlinken noch zwei Stunden, ja. Jetzt haben wir die zwei Stunden voll. Ja, und jetzt kämen wir nur 30 Sekunden weg und dann sind wir ein bisschen drunter. Nein, 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 das war's. schon Ach wir so, jetzt sind wir sind ja, schon drüber. Okay, ja. Na, äh, wir, wir, wir bedanken uns fürs, ja. fürs Zuhören. Ähm, bis eigentlich zum nächsten Mal. Werden nicht lang da. Ja, wieder so in den Abstand wahrscheinlich. Zwei Wochen wieder. Ja, das ist so unser wir sind wir wieder da. Und, äh, bis dahin eine schöne Woche. Bis dahin schöne Wochen. Und ah, jetzt sind ja zwei Wochen. Zwei Wochen. Ah. Ja, aber kann ja sein, dass Sie die Sendung erst einen Tag vor der nächsten horchen, dann ist ja eigentlich bis dahin ein schönen Tag. Ja, das stimmt, das ist schwierig. Kann auch sein, dass es jemand sich... Das ist wieder das Problem beim souveränen nachhören. Ja. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal und eine schöne Zeit zwischen die Episoden, nennen wir es so. Genau. Dann ist es total korrekt. Alles klar. Was? Dankeschön und ciao. ciao.